Total und recht herzlich willkommen zum 25.05.1977 und wir sitzen alle drei im Kino und gucken Krieg der Sterne. Ja. Nee. 25.05.2018 und wir sitzen im Kino. Darf ich vorstellen, wir sitzen im Kino im Jahre 2018. Pepperin, R2D2, Neue Ordnung, BB-8, alle bekannt. Ja, leg mal los, wir sitzen im Kino. Ja, wann geht der Film los? Meine Güte, nicht, welchen Film meinen wir denn? Okay, kleine Umbaumaßnahme, weil ihr seid in der Werbung und aus der Werbung müssen wir ganz schnell raus, denn das ist die Werbung für unsere Sache Film. Wir sind nämlich Filmfreunde und der nächste wird jetzt im Schnellumbau, weil die Jungs müssen auch schnell einer rauchen, eben umgebaut und dann kommen wir wieder. Willkommen zur Sendung! Darth Vader und seine Stormtruppen! Wir sind Filmfreunde! Meine Freunde! Ihr könnt ja glauben, ich schwitze mir ein weg hier! Aber egal! Ne? Ihr seid jetzt hier, wie gesagt, in der sogenannten Sendung. Ich enthaupte mich jetzt auch mal langsam wieder hier. Ne? Ich bin die Berliner, aber ich spreche so. Boah, hör mal! Ich bin pitschnass, meine lieben Freunde! Denn der Helm, das sprechen wir auch gleich drüber, er hat ja auch den. Macht langsam. Ja, boah. Ja, bei so einer Sendung ist das so eine Sache. Also wie gesagt, wir sind Filmfreunde. Wir sind jetzt hier keine Nerds. Wir haben auch nicht die fetten Brillen auf. Wir kommen nicht aus dem Kosmos, genannt erweitertes Universum. Kommen wir nicht her, nein. Da waren wir noch nie zu Hause. Oder hast du 1000 Comics gelesen? Nee. Hast du 500 Bücher gelesen? Niemals. Also. Dafür ist keine Zeit mehr. Ich habe vorhin schon angefangen, indem ich sagte, also ich wollte so ein Quintett machen, aber gewisse Leute waren schneller. Ich habe auch eine vierte Person nicht gefunden. Machen wir einen, wie nennt man das jetzt? Trio. Trio-Finale machen wir mit Helm. Mit Helm, genau. Okay. Die Sachlage ist die, noch einmal, am 25.05.1977 waren wir alle im Kino und da ging es los. 1977 nannte sich das ganze Krieg der Sterne. Und was musste man da machen? Richtig. Man war in so einem Wohnzimmer und hat, was für ein Film? Ne? Und so ging das los und dann kamen die wieder. Damals war das aber auch so mit der Raubkopie, da war so ein kleiner Fernseher. Und auf einmal guckten da alle so eine Raubkopie, Krieg der Sterne, total, ne, wisst ihr ja, Raubkopie, wie das aussieht, aber egal. Soll uns verziehen, werde ich schon 41 Jahre her. So, heute gucken wir richtig Blu-ray, DVD und natürlich 3D. Ja, ich will nicht die Stunden lang hier quatschen, aber ich leite das Ganze ein, weil es die erste Sendung ist. Also es ist die erste Sendung, 25.05.1977. 2018, jetzt frage ich euch, wie lange braucht ihr für Han Solo? Hä? So, jetzt habt ihr einen Han Solo-Film gesehen. Ihr habt den jetzt zerrissen. Ich glaube, 71 Tomaten und was weiß ich nicht alles. Wie konnte es denn sein, dass der ins Kino kommt und dann noch im Mai? Ach Mensch! Trendeich? Ja, klar. Facebook-Haters. Facebook, was weiß ich, Verrückte, Super-Nerds. Ja, wir sind aber keine. So, ihr wollt den Han Solo. Wie hat er dir gefallen? Geiler Film, auf jeden Fall. Wunderbar. Daumen hoch. Top. Also sehr gut oder nur gut? Sehr gut. Sehr gut. Dreimal sehr gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in der Sendung, die jetzt nicht gestartet wird, um Disney zu helfen. Wir helfen uns jetzt selber. Damals war es George Lucas. So, jetzt sind wir da beim Kanon. Ich weiß nicht, ob ihr Kanon kennt. Das war das G-Kanon und T-Kanon. Bis Georg gesagt hat, also George, 1991, ey Leute, ein Strich, sonst geht's hier los. Wurde auch filmtechnisch gemacht und 1999 wäre sogar Kellogg's beinahe pleite gegangen, weil die da auch mehr gemacht haben, als sie hätten dürfen. So, G-Kanon, T-Kanon, das ist dann sozusagen die Richtlinie der Filme. Wir kennen nur die. Und die anderen, die sogenannten Nerds, und die halt mehr wissen, 1000 Comics und was weiß ich nicht alles. Und dann Battlefront, spielt ihr Battlefront? Ich habe Battlefront gespielt, ja. Ja, also du weißt. Also da kamst du ja, also kommst du ja dann auch in der Genre, weil das da ein bisschen anders rumläuft. Ja. Hast du ein Telefon? Ich habe zwar das Spiel zu Hause, aber Spiel halt zu selten war. Willkommen im Club. Ich habe auch alles, aber ich komme nicht dazu. Ich habe auch zwei. Wie gesagt, dann gibt es die Evox und was weiß ich nicht alles.
So, die Sendung. Ich mache Steilvorlagen und meine Herren hier geben darauf Antwort. Also, wir waren in Han Solo. Was hat hier an Han, fange ich jetzt hier mal an, bei Marco. Wird immer unten eingeblendet, wer hier sitzt. Ihr dürft nämlich auch hier sitzen, nicht nur wir, aber wir drei sind an sich diejenigen, welchen die Sendung einmal im Jahr machen werden, so richtig machen werden. Und wenn wir Zeit haben, machen wir auch so Sequenzen wie gerade mit dem Helm. Da werden wir uns gleich drum kümmern, um den Helm werden wir uns gleich kümmern. Um die Figuren, die ihr jetzt gar nicht seht, die auch wunderschön aufgebaut haben, werden wir uns auch gleich drum kümmern. Also wir werden, werden hier einige Sachen machen, die bleibt dran. Zwischendurch muss leider gecuttet werden, weil die Jungs brauchen Nahrung. Ne? Nennt sie rauchen. Ne? Frische Luft. Ja, frische Luft auch, denn wir haben hier über 30 Grad. Ich möchte nicht wissen, wie heiß das jetzt hier ist. Aber egal, ich bin ziemlich nass und ich komme auch gerade ziemlich feucht unter dem Helm her. Ist aber nicht so schlimm. Ich meine, dieses Jersey-Zeugs hier als Han Solo, das ist auch noch warm. Und darunter ist auch noch ein T-Shirt. Aber egal. So, meine lieben Freunde, die Lust haben zuzuschauen. Jetzt schwenke ich doch zu Yoshi, der ist absoluter Filmfan. Du warst drin, zweimal, 2D, 3D. Mhm. Konntest du deine Frau überzeugen? Ja, meine Frau war auch sehr begeistert. Meine Freundin war sehr begeistert. Sehr gut. Film. Also, brüll in die Kamera. Ja, ich war auch sehr begeistert von Chewie. Also ich finde ihn auch in dem Film grandios. Also das ist einfach, ja, einfach ein schöner Filmspaß. Gute Unterhaltung und auch wirklich mit Star Wars Feeling. Also ich fand ihn gut. So, Marco ist extra heute Nacht noch reingegangen, weil er ihn vorher schon kurz gesehen hat, aber ist heute Nacht extra reingegangen, ist übernächtig wiedergekommen mit seiner Tochter. Und wie war's? Ja, also meine Tochter und ich, wir sind voll auf begeistert. Ja, deswegen frage ich ja, 41 Jahre haben die gebraucht, um den Han Solo uns vorzustellen. Ja, das ist eine lange Zeit. Nee, das ist mir dann, okay, ich als Admin, ich begrüße euch als Admin in der Star Wars Community Wohnzimmer. Und ich habe es jetzt so genannt, weil Wohnzimmer finde ich toll, sich zu treffen, Sachen zu machen und vor laufender Kamera zu sprechen. Die beiden, merkt ihr, sind Laien. Ich habe jetzt hier keine Statisten, ich habe jetzt auch keine Schauspieler, die dann hier hätten was gemacht, wie die anderen das machen. Die verkaufen euch die Sendung. Hier ist echt. Darum sind die meistens stumm und ich versuche, mich zurückzunehmen und versuche, so Steilvorlagen zu geben, dass die auch sprechen. Bist du zufrieden zum Beispiel als Steilvorlage mit dem Helm? Absolut. Schöner Helm zum Hinstellen. Also zum Hinstellen. Das ist von Hasbro, der Black Series Helm. Und ja, ich bin ja nicht bei der 501 Garrison und bin ja auch kein Sturmtruppler als Cosplayer oder sonst irgendwie was. Das ist ein sehr schöner Helm zum mal aufzusetzen, ein bisschen Spaß haben und Was für euch da noch? Ich passe da noch mal ein, meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr wisst ja, ich hatte auch mal so einen. Oh, ich sehe mal so eine Sache, da rauszukommen. Also wir sind jetzt hier die Normalen, die total Normalen. Wir sind nicht die Freaks. Die Freaks, um Gottes Willen, die halten jetzt hier Sachen auf 501, die schlagen uns jetzt schon tot. Wie kannst du mit so einem Helm kommen, ne? Nee, also bei uns darf schon mal die Naht platzen, also ich warte die schon, ne? Da waren wir auch beim Thema, den Raven, der da draußen rumhängt. Wie gesagt, wir drehen gleich hier weiter. Immer kommt zwischendurch ein Cut. Und somit wird diese Sendung ziemlich anders werden wie alle anderen Sendungen. Meiner einer, muss ich aus Sicherheitsgründen sagen, macht das beruflich an sich, verdient mein Geld damit. Aber ich möchte jetzt Spaß haben. Meine lieben Freunde, ich möchte Spaß haben, auch wenn ich beruflich das mache. Aus Sicherheitsgründen sage ich das, weil viele wissen, wer ich bin. Ja, genau. Das war bestätigt worden gerade. Und deswegen sage ich es. Aber trotzdem, wir machen jetzt hier die absolute Laien. Wirklich, sowas von laienhaft. Wir haben von nichts Plan. Gar nichts. Absolut gar nichts. Wir werden jetzt versuchen, uns an Star Wars hochzuarbeiten. Deswegen springe ich ständig zurück. Heute ist der erste Tag, 25.05.1977. Wer von euch war jetzt 8? Ich. Er war 8 und du warst 7. Jo. Und meine andere war 17. Oh, egal. Okay, so, wir sitzen jetzt da und gucken Star Wars. Du, was gefällt dir da? An Star Wars. Was gefiel dir da an dem ersten Tag? Sei ehrlich. Ja, das ganze Feeling, wenn du. Wir sind lauter sprechen. Die wollen nicht hören. Das ganze Feeling, wenn man als kleiner Junge in so einem riesengroßen Kino dann sitzt. Also war erstmal die Kinoatmosphäre. Ja, richtig. Und bei dir? Du hast ja ein bisschen gehört. Ja, auch so Kinoatmosphäre und direkt der Film. Oh. Film natürlich. Das Star Wars. Okay, weil wir jetzt absolute Laien sind. Totale Laien. Wir machen das nämlich andersrum. Die Nerds,
die Spezialisten und so weiter, die wissen ja alles. Alles. 1000 Comics, 500 Bücher, Alter, die strotzen nur her. Guck mal hier, was ich hab, du, das hast du nicht. Aber haha, wir haben sogar den Falken aus Stahl, aber egal. Ja, weil ihr gesagt habt, meine lieben Freunde, wir sind absolute Laien. Und ihr merkt schon, erst war das Kino, genau. Denn 77 war das Kino erstmal für junge Leute erstmal wow. Der Riesensaal, das Licht, dann ging das nämlich alles noch auf und jetzt kommt es nämlich. Warum hat euch Star Wars so gefallen? Weil dieses Dadam, Boom, dieses und danach dieses THX, hat doch jeder drüber gelacht, oder nicht? Mit der Kleine, da kam sie in der Dose, Schrauben, und dann kam, ja, war so, und dann kam erst Star Wars. Ja, so. Star Wars, könnt ihr euch noch dran erinnern, da kam was angeflogen, ne? Und ja, und dann wurde die Tür gesprengt, dann kam er, der Röchelhelm da. Ne, ich gerade auch von. Ja, genau, nein, okay. Siehst du, er hat aufgepasst, auch mit 7, seht ihr? Erst kamen die Troopers. So, und dann kam Sir Darth Vader, den ich jetzt nicht zusammenbauen werde, aber dann kam er. So, und dann ging er weiter und dann kamen zwei Spaßvögel, ne? Einer Gold und der andere so ein Blecheimer. R2-D2 und 3DPO. So. Jetzt geht's weiter. Wir sind Kinder, wir sind Jugendliche, sehen diesen Film zum ersten Mal. Er wurde uns vorgestellt unter Krieg der Sterne. So, das war nicht prägsam, wir waren auch keine Kriegsgegner oder so. Da haben wir als Kind schon mal gar nicht dran gedacht. Jetzt frage ich, wie viele Figuren hattest du da nach dem Film? Die allererste Figur war Luke Skywalker und, ja, und Han Solo, glaube ich. Cool. Und du? Ich hatte so 40, 50 kleine Püppchen gehabt, mit Raumschiffen, mit allen. Aber nicht jetzt unbedingt so. Hattet ihr irgendwie sofort den, also als Feedback, das heißt, ich identifiziere mich, ja, er redet, identifiziere mich mit dem? Han Solo. Ah, Han Solo, genial. Habe ich gutes Kostüm gewählt hier. Hat 41 Jahre gebraucht und da kommen wir nachher drauf. Das wird eine verdammt lange Sendung, aber egal. So, also wie gesagt, du hast um die 40 Püppchen gehabt. Ja. Warst also jetzt nicht in dem Fieber des Star Wars, du kamst also nicht zu mir, um die zu kaufen, denn ich war der sogenannte Verkäufer. Da konnte man nämlich alles bekommen. Ich war über 30 Jahre da beschäftigt. Ich lief auch rum als Röchelheini da in der 5. OG für Spielwaren und am Limbecker Platz war das in der Stadt Essen. Und wo war das noch? Lichtburg, weil ich aushelfen musste, weil der Richtige, der dafür zuständig war, war zu dem Zeitpunkt nicht da. So, haben wir dann 1977 auch so erklärt. Ich als 17-, 18-Jähriger, das war ein paar Wochen so wie jetzt, werde ich ja auch älter, erkennt das Datum. Also ein paar Wochen später nach dem Film wurde ich leider 18 und habe dann auch direkt meine Firma gegründet, weil ich da angesprungen wurde. Also ich bin seit 1979 beruflich unterwegs und muss ich aus Sicherheitsgründen sagen, weil ich jetzt hier auch diesen Laien spiele. Also ich habe von nichts Ahnung, keinen Plan, aber ihr wisst, ihr kennt mich und dann flippt er aus. Also bitte an alle Zuschauer, vor allen Dingen alle Kunden, wir sind jetzt wirklich naiv, wir haben keinen Plan. Ich sage das aus Sicherheitsgründen, weil ich kenne das ja. Ich kenne die Anrufe, ich kenne die E-Mails, ich kenne das alle. So, also wir haben von nichts Plan, wir sind jung. 40 Püppchen, paar Püppchen. Er mochte den Solo, hast du da irgendwie so nachgespielt, hast du da irgendwas aufgebaut? Warst du mit Leuten zusammen? Hattest du andere Freunde, die plötzlich auch irgendwie... Also so direkt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also kam irgendwie ab Imperium-Stück zurück. Cool, also 83. Da warst du also schon drüber. Ne? 10 Jahre. Ja. Drüber, ne? Ja, genau. Ja, 10. Nee, 12. Da warst du 12. Ja. Ne? Und du warst dann 13. Genau, und ich war dann über 20. Okay. Ja, das stimmt. Ja, leider. Okay. Also, hattest du Freunde? Habt ihr euch getroffen? Habt ihr. Es geht mir ja um eine gewisse Sache, da hau ich gleich rein. Darum geht es mir nämlich jetzt. Jetzt kriege ich Antworten hier. Also, du hattest keine, also nicht so. Du hattest du irgendwie so. Habt ihr euch getroffen? Auch mit Raubkopien und so? Da waren wir Eltern, glaube ich. Genau, das waren die Eltern. Aber die haben nach mich geguckt. Aber die haben mich geguckt. Das haben wir ja später auf jeden Fall. Genau. Als ich dann irgendwann in dem Alter war, wo ich dann noch Rockkopien machen konnte. Sicherheitskopien. Ja, Sicherheitskopien. Sicherheitskopien. Ne? Naja, aber wir nennen es ja beim Namen. Aber die Welt ist so schräg geworden, aber da springen wir gleich ins andere Jahrhundert. So, wir sind jetzt immer noch 1977. So, die Welt war anders. Da war richtig was los, dass das Star Wars plötzlich griff. Warum griff es? Weil es war ja 1966 Captain Kirk, ja, und Enterprise. Ja. So, das ging nämlich dann langsam zu Ende. 1979 hat sich nämlich Star Trek verabschiedet. So, und 1979 ging das ja auch los mit dem ganzen
Nee, kaufen, kaufen, kaufen. Schön kaufen, auch die hier. 169 bei Amazon. Zum Beispiel. So, und diese Verkäufer kriege ich einfach nicht raus. Ne? Auch jetzt nicht. Ne? Okay. Also die Sache ist doch die, das hier hat man doch früher gemacht. Man hat sich doch getroffen, von mir aus im Kindergarten oder sonst wie, oder hat in der Schule und über irgendwas gesprochen, oder nicht? Ja, das ist richtig. Nur damals war Star Wars oder Krieg der Sterne. Nicht Achtung! So. Spoiler Alarm, ja! Jetzt haben wir es endlich, darauf geht es mir nämlich. Hier stehen wir neben Sie hier. Als Journalismus und so weiter und als Studierender, auch in Medientechnik, wir fragen uns, was soll das? In den 80er Jahren, jetzt sind wir ein bisschen älter, jetzt sind wir schon bei Imperium, ne? Kam 83. Ja. Da war die Spoilerwelle. Ja, Kadett spoilen und so. Und dann kam Manta, war alles vorbei. Dann hatten wir mal Mantaletten an und all den Scheiß da, ja. So, aber zwischendurch kam ja Kampfstern Galactica. Habt ihr das vielleicht gesehen? Das seht ihr? Ja, im Kinofilm auch. Auch diese Kette, die dann, wie die abgefahren sind, diese Kette im Kino. Das war dann die Kette, also waren so Ketten drin, jedes bei uns. Waren richtig schwere Ketten drin. Und wenn die dann geschossen sind, dann wirklich, das hat gerappelt. Also ihr merkt schon die ganzen Eindrücke. Meiner einer kommt auf 1133. Das war der erste Film von George. Dann der zweite mit American Graffiti. Das hatte mir so viel Spaß gemacht, wie dieser Polizeiwagen da losfuhr und dann pschuh, die Achse weg war. Sir Dreyfus hatte nämlich eine Kette drunter gelegt. Also so in dem Dreh kam ich überhaupt da zu George Lucas und dann Indiana Jones später und so weiter. Und die hat mich halt angesprochen, wenn ich arbeiten wollte, so wie ich jetzt hier arbeite. Und ich hätte ja gesagt. Ist egal. So, jetzt sind wir 83, Manta Spoiler. Jetzt haben wir das wieder mit dem Spoiler-Alarm. Ne? Für die Jugendlichen, die nicht wissen, was 1977 los war, Spoiler-Alarm. Ne? Ist klar, dürft ihr gar nicht wissen. 83 war Spoiler-Alarm, das dürft ihr gar nicht wissen. Ne? Jetzt sind wir aber angekommen bei 25.05.2018. Ihr seht schon, ich bin jetzt der Han Solo ohne Haare. Ne? Bin alt geworden, ist klar. Okay, Scherz beiseite. Jetzt, wo wirklich Facebook da ist. Dann springen wir mal eben zurück. 77 gab es das nämlich alles gar nicht. Deswegen sprach ich ja. Habt ihr mit irgendwelchen gesprochen? Wo habt ihr euch die Informationen hergeholt? Oder habt ihr gehört, hör mal, ist wieder ein Film. Alle pilgern wieder hin. Oder hast du gefragt, warum pilgerst du? Ey, Star Wars, hast du nicht wie gekriegt? Und bist dann da hingepilgert. Ja, ich glaube, ich war höchstens der gerufen hat, der kommt alt mit der Star Wars. Siehste, also das ist schon... Ja, siehst du, auch er hat nämlich gerufen, kommt doch bitte alle mit zu Star Wars, meine lieben Freunde. Wir unterstehen nicht mehr G&T und Kanon und Legends und was weiß ich nicht alles. Disney ist mir sowas von egal. Von mir ist es verkauft und sollen andere kaufen. Jetzt knall ich nämlich rein als Filmemacher. Also, ich habe den beiden auch gerade vorhin noch erklärt. Und die werden mir gleich sagen, ob das okay gewesen wäre. Also, wie der letzte Film lief und der geliebte Darth Vader verstarb, denn er schrie ja, ich bin dein Vater, und er schrie, der Bumm war er weg, Arm weg und Beine weg. Hat er gewusst, wie viele Armteile da überall schon mal weg waren? Oder wie oft das C-3PO zusammengeschraubt wurde, vor allen Dingen durch Chewbacca, verkehrt nur Kopf drum und so. Nee, also war schon eine tolle Geschichte, auch da kommen wir auch gleich hin. Wir bleiben jetzt also bei 4, 5 und 6. Erstmal, das war Star Wars. Das war Star Wars, nichts anderes. So, das war Star Wars. So, und jetzt kommen wir zu den neuen, also davor, 1, 2 und 3. Haben die euch gefallen? Seid ehrlich. Also als Star, also wo es angekündigt wurde, definitiv, ja geil, das Star Wars. Genau. Und dann nach dem 10. Mal gucken, dann fallen halt Sachen auf, die dann so, genau. Ja, aber der nervt ja schon ein wenig. Ja, nee, war schon ein bisschen. Und bei dir, wie bist du da auch durch, ey, da läuft wieder was? Also sagen wir mal so, die Episoden 1 bis 3, die waren gut, aber auch nicht so, wie sie mir eigentlich vorgestellt haben. Liegt das jetzt an unserem Alter? Weil ich habe ja mit Kunden nur mal zu tun. Und wenn die da reinkommen, muss ich 4, 5 und 6 sehen? Sorry, natürlich muss ich 4, 5 und 6 sehen. Sonst kommst du gar nicht dahinter. Also, ihr merkt schon, unsere Sendung ist für die normal, wirklich total normal. So ab 30, 40 plus, 55 plus, der letzte, den ihr gesehen habt. Oh mein geheiligtes Handy doch geklaut wurde, aber egal. Da saß sogar einer, er nicht, er war also auch über 40 plus, der uns den Falken da jetzt verkauft hat. Deswegen geht der R2D zu, deswegen war er ja gerade noch mal kurz zu sehen. Ach, mach's gut, R2D zu. Ja, er sagte auch, mein Vater um die 70, also 75, und fand den auch schon. Also ihr seht schon. In den 77er Jahren waren schon halt noch ältere wie ich, also 20 Jahre älter wie ich, schon drin, mit 30 halt, und fanden den toll und gucken wirklich jede Filmsache. Und
Und jetzt mache ich den Cut, diesen Schnitt, diesen Wahnsinnsschnitt. Und den mache ich jetzt, da weil die beiden rauchen müssen. Und mache jetzt eine andere Pool-Position. Wir kommen wieder, bleibt dran. Bis gleich. Peace out. Okay. Willkommen zur Show! Zur Lion Show! Wir sind Lion, wir gucken Film! Ich wurde geliehen! Film gucken wir. Was? Ich wurde nur geliehen! Er wurde nur geliehen! Er wurde auch nur geliehen! Ich auch, bin Darth Vader! Nur cool, leihweise, ey. Nur leihweise sind wir hier! Ja! Bei der Show, jetzt fängt's an! Erstmal öffnen, merkt schon, dann ist die Sprache schon ein bisschen anders. Dann versuche ich den Kopf zu nehmen. Den Kopf zu nehmen. Die Jungs entfernen das schon mal. Leute, das sind nur ein paar Sekunden gewesen. Aber er ist am Öl, ich bin am Öl. So, ihr seid willkommen hier bei dieser Sendung. Wir sind Lion, wir sind keine Firma jetzt. Wir sind jetzt im Kino gewesen und hier sind die Figuren. Lea, wie gesagt, in verschiedenen Variationen. Dann hier Rupan, der Obervater, hieß natürlich und bleibt natürlich Yoda. Da sind die Nerdys zu Hause, und zwar bei Rebel und Nilius und was weiß ich, wie die alle heißen. Dann sind wir hier oben bei Han Solo, gerade im Film. Und dann hier 7 und 8. Und haben wir beinahe ganz vergessen hier, Rebels. So, was kennt ihr davon? Ihr habt auch alle gesehen, richtig? Du darfst auch ruhig da vorne, weil ich spring jetzt raus hier. Ja, ihr seid alle noch zu sehen da, ihr seid alle noch in der Sendung. Denkt dran, das ist die Sendung Star Wars Community Wohnzimmer. Ich bin euer Admin. Das sind zwei, die jetzt auch da und auch hier mich besucht haben. Das war ja so gedacht. Also einmal haben wir ja die Fernseh-Wohnzimmer-Geschichte, die machen wir ja gerade hier. Und einmal halt die normale, wo wir uns unterhalten. So, welche Rollen haben euch gefallen? Jetzt reiten wir mal den ganzen Film auf. Wir waren gerade 25.05.1977 und jetzt sind wir angekommen. 25.05.2018. Und da haben wir natürlich eine Menge erlebt ab 2015. Haut raus! Noch nicht. Dann müssen die nämlich jetzt gleich für ein paar Minuten, dann kommt wieder ein Cut. Dann haut jeder hier raus, wie er darüber denkt. Ich stelle Fragen und die antworten. Was dabei rauskommt, da bin ich gespannt. Okay, aber wie gesagt, hier sind wir bei diesem Kaufen, sammeln. Genau. Was sammelt ihr? Raumschiff. Große Raumschiffe. Er, große Raumschiffe? Ich, Lego. Lego. Du hast aber mitgebracht, ne? Ja. Wo ist er denn? Wolltest du mal zeigen? Er hat aber mitgebracht. Wir haben doch was vorbereitet. Ja. Die sind doch mal vorbereitet. Schau, Wahnsinn. Ich packe auch gar nicht auf. Der, ne? Ach ja, genau, da sind wir. Nämlich in der Einleitung. Wir sind jetzt in der Einleitung. Der Typ hier kämpft. Wo ist er? Ah, ist egal, das ist da oben. Mit Ray, ne? Habt ihr den Schnittfehler gesehen? Yep. Ja, ne? Der war ja auch mal, ne? Also dieses Teil macht er auseinander. So auf der Rückseite, da ist der mit auseinander. Ah, ja, genau. Da ist dann, ne? Ich bin ja kein Lego-Fan, Entschuldigung. Wie gesagt, ne, auseinander. Und dann auf einmal so ein nasser Sack. Ne? Ich meine, das war der schlimmste Fehler aller Zeiten. Der war mir auch aufgefallen, ich habe auch nichts gesagt, aber der junge Mann da, der Amerikaner, ist wohl ein berühmter. Und weil der das gesagt hat, ne, Nerd, wenn Nerd was sagt, dann ist er amtlich. Ne, also, Nerdies, wir sind keine Nerdies, wir sind unter Nerdies, weil wir haben keinen Plan. Ne, ist halt so, ne, für uns sind dann alles nur Püppchen. Ne, was ist da für eine Puppe da? Alles egal. Ne, also, okay, na, Rede kurzer Sinn, hiermit angefangen. Leia war ja an sich Anakins Tochter. An sich hätte sie Skywalker heißen müssen, aber ist ja als Baby bei Organa. Nur jetzt, wo Leia Han Solo geheiratet hat, hätte sie ja Solo heißen müssen. Auch schon mal aufgefallen bei 7. Ne? Also bei 7 ist also auch schon aufgefallen, dass er da also schon mal gar nicht stimmt. Die haben ja gar nicht geheiratet. Doch, bei der Jakku. Da kam auch der kleine Wookie da dazwischen. Da schreien ja auch alle, also die Nerds, die schreien ja immer, der Wookie hätte da einen Präser bei, und dann hätten wir keinen Ben gehabt. Aber egal, das haben die auch gesagt. Ja, ich mag die Nerds. Oh, ich liebe sie. Die Fanboys, die habe ich so am Herzen. Ist klar.
Okay, das war die Vorstellung von Figuren und so weiter. Jetzt gehen wir in die Ernsthaftigkeit dieser Sendung. Spaß beiseite, jetzt geht's rund. Bis gleich, die brauchen wieder Asche. Ne? Die müssen wieder rauchen, ein Käffchen. Und danach kommen wir wieder. Bleibt dran, Leute. Das geht grad fast. Bis gleich. So, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind jetzt da angekommen mit Fragen stellen. Ich stehe jetzt hinter der Kamera und stelle Fragen. Ja, Marco, wie kamst du auf Star Wars? Ja, Star Wars war eigentlich damals ein Zufall gewesen, sag ich mal. Zufall? Ja. Man hat dich ins Kino geschleppt oder was? Nein, ich bin einfach in den Film reingegangen. Mit 8? Ja. Cool. Und ich wusste wirklich nicht, was mich da erwarten wird, sag ich mal. Kann es sein, dass diese Lichtschwerter es waren, die dich da bewogen? Oder weil ich hatte ja hier auch einen jungen Mann, da warst du ja dann auch da. Ja. Der redete ja dann, also der heutige junge Mann, 12 Jahre. Du bist ja 77, der junge Mann zwischen 8 und 12 Jahre. Da kam es ja erst auf mit den ganzen Lichtschwertern. Waren jetzt die Lichtschwerter oder war irgendein ausprägender Schauspieler, der dich bewogen hat, dabei zu bleiben? Also Schauspieler weniger, sondern die ganzen Raumschiffe und dass das ein Science-Fiction-Film war. Nee, eben nicht, Galaxy-Fantasy. Aber nicht so schlimm. Mach mal, muss ich leider revidieren. Okay. Alles klar. Ja, okay, damals wusste man sowieso nicht, was ist. Schon richtig. Entschuldigung, Marco hat recht. Alles gut. Ja, okay. Aber du bist ja dabei geblieben. Was war der Grund? Ja, ich wollte ja auch wissen, wie das dann weitergeht. Deshalb war ich ja auch in einem Folgefilm. Sehr gut, da kommen wir nämlich gleich. Kommen wir gleich zu, nicht jetzt. Genau das habe ich nämlich gesucht. Wunderbar, dann kann ich nämlich gleich darauf einsteigen. Also du hast also 4, 5 und 6. Ist ja damals nicht aufgefallen, dass 4, 5 und 6? Oder war das intern auch so 1, 2 und 3? Also für mich selber war das damals 1, 2 und 3. Weil ich ja nicht wusste, dass das ein Mittelteil von einer ganz großen Story ist. Wusste man ja damals nicht. Korrekt. So, da sind wir gleich. So, jetzt machen wir den Schnitt. Ich bin den armen Marco jetzt hier mal aus diesem Stuhl befreien, weil jetzt der Nächste rankommt. Der muss jetzt dran glauben. Hi. Hey, grüß dich. Du bist also auch damals im Kino wie Marco gewesen. 8 und 7 und nachher 12. Was hat dich denn so begeistert an Star Wars 1977? Ja, 77 war es ja so, dass das quasi die ersten Sturmtruppler, die reingekommen sind, nachdem diese Tür gesprengt wurde von Leias Raumschiff. Und dann kam dann halt der Schwarze Lord. Und das hat mich im Grunde genommen gepackt. Also genau das, diese Szene, die an sich uns alle angetütet hat. Ja. Bin ich ehrlich. Ja. Das Vader war an sich zu dem Zeitpunkt Star Wars, richtig? Richtig. Nicht Luke, sondern das Vader. Absolut. Und natürlich die Sturmtruppler. Und jetzt kommt, ich bin ja ein bisschen gehässig, weil wir sind ja jetzt 41 Jahre danach. Wie ist dir das Plastik aufgefallen, was dir da um die Ohren ging? Mir ist das nicht aufgefallen. Nein, ist nicht aufgefallen. Okay, aber wie gesagt, ich war ja zwischen 7 und 8 Jahren alt, ist das nicht aufgefallen. Aber einer, der wie gesagt mit 17 da sich das angeschaut hat, ich habe gedacht, was ist das denn? Aber egal. Ne? Und ich frage mich heute noch, was soll das? Aber egal, kommen wir gleich drauf. Ich sitze gleich vor der Kamera und erzähle euch da ein. Also du bist jetzt begleitet, Darth Vader. Hat dich an Star Wars irgendwas gestört? Jemals? Nee. Gestört hat dich da nie was. Nie? Also, nee. Ich kann mich nicht an nichts erinnern, wo ich sagen würde, boah, das hat mich gestört. Weil es war so neu alles. Das war einfach auch, dass die Raumschiffe einfach nicht wie bei Buck Rogers statisch irgendwie ihre Bewegung gemacht haben. Und dann, also es war einfach anders. Die haben sich frei bewegt, die Raumschiffe. Es waren richtige Raumschlachten. Das war einfach das. Es sah einfach echt aus. Ja, genau, das war's. Das war einfach cool. Das war für mich. Also, ihr seid nicht durchs Track dahin gekommen? Nein. Die Track ist nur. Ich meine, ich habe
Raumschiff Enterprise noch im Fernsehen gesehen, als Serie, aber ich habe mir die dann auch nie im Kino angeschaut. Nie. Also das war, ich war schon immer Star Wars und werde auch immer ein Star Wars Fan bleiben. Gut, die neuen Trekker-Filme, die finde ich gar nicht mehr so schlecht von J.J., aber die alten mit Kirk, Kirk und so. Ja, die alle, okay, ging ja weiter. Also mir persönlich hatte dann der Enterprise gefallen, also der erste Enterprise, die ersten, mit dem ersten Warp, wo die noch Angst hatten zu beamen und so. Ich glaube, das, was mir gefällt, mögen die anderen nicht. Und dann kommen wir zum Kern der Sache, jetzt kommt nämlich ich. Ja, jetzt bin ich da, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt mache ich den Mund auf, euer Admin. Ich bin kein Nerd. Ich trage zwar Brille, jetzt nicht. Ich habe die Nerd-Brille vergessen, sonst hätte ich einen auch Nerd gemacht. Aber das mache ich nicht. So, meine beiden Jungs hier, absolute Laien. Es macht unheimlich viel Spaß, mit den beiden hier vor der laufenden Kamera zu sein. Sich wirklich mal über Star Wars zu unterhalten und nicht zu sagen, aber... Ich war ja hinter der Kamera, habt ihr mich ja gehört, und da habe ich gefragt mit den Stormtroopen. Er ist ein Stormtroop-Fan. An sich müsstest du ja alle Stormtrooper sammeln, die Figur an sich. Müsstig. Müsstig, sag ich ja. Ich bin kein Püppchensammler. Siehst du, kein Püppchen, ich auch nicht. Bist du Püppchensammler? Nein. Auch nicht. Okay, wir hier in dieser Sendung sind keine Püppchensammler. Wir sind keine Nerds. Wir haben nichts mit EU-Republik zu tun. Wir haben nichts mit Old-Republik zu tun. Wir haben nichts mit Kanon zu tun. G plus und N und S und was weiß ich nicht. Wir haben keine 1000 Comics. Wir haben keine 600 Bücher. Wir wissen nicht, warum, wieso, weshalb 1333 oder die Old-Republik da und so weiter. Nö. Wir kennen nämlich nur die Filme. Ja. Und darauf zielt die Sendung. Wir, die nur die Filme kennen, müssen uns doch die Filme jetzt zusammenreimen, oder nicht? Das ist richtig. Er sagte, oder du sagst, das weiß ich jetzt nicht genau, du konntest verfolgen. Für dich war 1, 2 und 3, weil das eine Geschichte war. Richtig? So. Und jetzt kommt es nämlich, wodurch die Sendung natürlich entstanden ist. Da-da-da. Disney. Disney. 7 und 8. Okay, unter uns. 7, was ist da dir aufgefallen? Bei 7. Natürlich fällt einem schon die Parallele zu Episode 4 auf, klar. So wie alle es dann zerreißen, ja, es nur abgekupfert, wo JJ quasi alles nur geklaut hat und die Story und so weiter mit Planet und Todesstern und ja, aber so vom Filmstil hat mir das einfach, das passte definitiv besser als Episode 1 bis 3 von George Lucas. Da kommen wir auch gleich zu. In den Flow nach genau, ne? 6. So, und bei dir, was ist bei dir mit 7 aufgefallen? Also, wie mein Kollege schon sagte, ein Abklatsch von Episode 4, weil das ja fast gleich war. Okay, da muss ich euch jetzt alle mal dramatisieren. Nix hat da irgendwie. Erstens geht es ums Geld verdienen, das ist richtig. Dass man so ein bisschen anhaucht, so nennt man das, dass ihr, wie gesagt, da in diesen Modus geratet, der an sich gar nicht gedacht hat. Das ist so ein bisschen flunkern. Denn ehrlich gesagt, in dem Moment, also wenn ich den Film jetzt gedreht hätte, den beiden habe ich das vorhin schon erklärt, also wenn ich gedreht hätte bei 6, wo Darth Vader verstirbt, wo er verbrannt wird, richtig heilig und alles, hätte ich angefangen, dann hätte ich die Ehe von Solo dargestellt, Leia und so weiter, wäre dann dorthin gegangen, dass Luke, der war ja schließlich noch jung zu dem Zeitpunkt, seine Sachen da machte, ja, seine Jedi und alles, und dass Leia dann auf Luke zugekommen wäre und hätte das Kind, also Ben halt, denkt dran, wir sind im Filmmodus, nicht in den anderen Modus. Das, ne, wir haben keine drei Kinder bei der Firma Han Solo, wir haben auch keine drei Kinder bei Mara und ne, Luke? Ne, haben wir nicht. Wir sind beim Film. Film 77, 83, 86 und so weiter. Und dann gleich kommen wir hier zum Sprung 99. So, an sich sollten Filme ja immer zusammenhängen. Die sollen ja irgendwie nicht weiter, ne?
Da komme ich nämlich auch gleich drauf. Also wie gesagt, hat damit alles nichts zu tun. Das war alles gemacht, damit die Leute ins Kino gehen. Hat ja auch funktioniert, hat ja geklappt. Nur bei 8 hat man gemerkt, hier, jetzt werden wir hier verschaukelt. Nur Johnson möchte etwas und das hat er geschafft. Er möchte euch entkrusten. Er möchte euch entheben. Ihr sollt, wir die Normalen, sie waren angesprochen, damit wir aufhören mit dem Ganzen. Ne? Wir müssen nämlich drauf achten, was Kylo sagt. Ne? In 8 zum Beispiel. Neue Ordnung und was weiß ich nicht alles. Da sind wir jetzt. So die neue Ordnung, das sind über 30 Jahre. Tja. 30 Jahre hauen wir da plötzlich, kommt da ein Ben mit so einem Kind mit Maske. Habe ich leider verkauft, sonst hätte ich es jetzt auf. Ja, Kind mit Maske. Und dann zählt Deppert das bei 8. Ey Leute, was soll das? Ja, dass sich da jetzt einige angefixt fühlen und dass einige meinen, was haben die mit mir da gemacht? Ja. Ist klar, die Amerikaner sind da ein bisschen raubbeiniger. Ne? Die haben den Johnson fertig gemacht. Ne? JJ, oh Mann, JJ, da hat er sogar Harrison Ford in der Sendung gesagt, hör mal auf mit JJ. Da, ne? Und, ja, ich weiß nicht, ob ihr das alles verfolgt habt. Um diese Sendung in Szene zu setzen, musste ich also sehr viel lesen und gucken, damit ich euch auch richtig, ihr habt das ja auch, ihr könnt alles, was ich sage, googeln, ihr könnt alles, was ich sage, bei YouTube nachgucken. Also ich erzähle hier nichts vom Pferd, nur wir bleiben normal. So, das ist euch also nicht aufgefallen, dass man an sich dort hätte ansetzen sollen, damit man in 7 total verstanden hätte, warum da plötzlich ein Ben kommt, der plötzlich, ne, man hat das alles so zerrissen. Ich meine, die Leute, die Filme machen, denken erstmal an Geld verdienen. Ja? Aber ihr seid heutzutage durch das Internet so schnell, so unheimlich schnell, ihr schreit ja auch immer nach Spoiler und so, wir nicht, wir wollen uns voll spoilern hier, wir wollen uns drüber unterhalten, wieso, weil Emotionen sind das schönste Geschenk, ja, Emotionen, habe ich auch gerade abgelesen, ne, kam hier raus, Emotionen sind das schönste Geschenk und für euch ja genauso, ihr seid ja auch emotional dabei, du liebst die Filme, du bist Filmgänger, ja. Und sammelst Filme und hast mit Püppchen nichts zu tun, okay, bisschen Star Wars, bisschen Lego. Aha, hast du denn die Lego-Filme auch angeguckt, die Freemakers oder so? Nee, hab ich nicht. Nee, hast du nicht. Okay, du? Nee. Okay. So hart, lustig. Total lustig. Aber egal. Ja, okay, also wie gesagt, ich schaue mir alles an. Und sollte mal andere hier sitzen, werde ich die auch fragen, mal schauen, was die so sich haben angesehen oder so. Schauen wir mal. Also wie gesagt, ich sehe alles. Auch, also bin ich an sich der Super-Nerd. Weil ich habe ja gesagt, alles. Ne? Nur passt nicht. Also ich mache jetzt heute den Appell auch an euch beiden, wenn ihr das alles lest und wenn ihr auch die Kritiken hier von unserer Sendung lest, seid nicht traurig, die sind halt so. Das sind halt, ja, das sind Tiefflieger, Überflieger, Wahnsinnsflieger, die kennen alles, wissen alles. Wir machen hier alles falsch, das hätte ich so nicht gemacht, dann hätte ich lila Schuhe angezogen anstatt grüne Schuhe. Und wenn ich sage, hör mal, ich habe gerade die grünen Schuhe verlegt, dann schreit sofort einer, einfach grüne Schuhe, meine schwarzen Pumps und alles, die waren so schnell weg. Ne? Ja, ist so. Also du kannst immer Arm ab, sagt er, immer Arm ab, immer. Ich hätte einen Hals ab hier und dann hatte ich da und da die Milz offen. Ja, so ist das heute. Also sehr schwierig heutzutage eine Sendung zu machen, die anspricht, wo Leute Lust haben, Film zu gucken. Ja, ich muss auch Leute ansprechen, wie meine Kunden, wenn die mich jetzt hier sehen, ey, was ist denn da wieder getrieben? Ist ja so. Ich muss auf meine Kunden achten. Ich muss auf euch achten. Ich kenne euch ja gar nicht. Ja, die beiden habe ich kennengelernt. Ich finde die super, sonst würde ich das hier nicht machen. Weil das sind so Typen wie ich auch, die Filme lieben, sich keinen Kopf drum machen. Hast du dir mal an so einem Kopf gemacht? Nö. Nee. Ich habe geguckt und genossen und. Warst du nicht? Ey, aus Sicherheitsgründen muss ich da jetzt bei dem Überraschungsgast, weil ich darf den Namen ja nicht nennen, der ist ja sonst gespoilert. Ey. Ja. Achtung, Spoiler! Etwas das Maul. Spoiler wieder weg. Nee, also du musst jetzt, wenn ich Spoiler rufe, musst du vorspulen. Ne? Ja, das ist eine Sendung, da musst du vorspulen. So, genau, an alle Leute, die Sendungen machen, ZDF, ARD, bitte vorher Spoilerwarnung, damit ich vorspulen kann. Ja, oder auf Klo gehen kann, dann ne, vielleicht mit Töne demnächst, so ein Warnton, dass ich dann auf Toilette gehen kann. Wenn der Warnton wieder tönt, dann kann ich wieder weiter gucken. Aber soll das die Zukunft werden? Meine lieben Freunde, wenn das die Zukunft ist, ne, genauso das Datenschutzgesetz. Wenn die beiden nicht eingewilligt hätten, hätten die jetzt einen roten Punkt da oben. Ja, ist so, die hätten Helme tragen müssen. Ja, die ganze Zeit hätten die Helme tragen müssen. Wir haben es ja vorgeführt, wir haben nämlich geschwitzt wie die Bullen. Ne? Meine lieben Freunde, ich schwitze sogar hier bei Darth Vader. Aber egal. Ja, merkt ihr, was für ein Schwachsinn auf uns zukommt?
Aber ist euch schon mal aufgefallen, wenn irgendwie ein Fernseher angeht, 500 Leute haben demonstriert gegen die AfD. Ne? So ungefähr Imperium gegen die Rebellen. Ne? So, Leute, wir sind über 80 Millionen in Deutschland. Über 80 Millionen. Und da ist mir doch egal, so fliegen Schießer in die Revolution von 500 Leuten macht. Da ist mir so egal, ob sie drei Buchstaben haben oder nicht. Ne? So, also, sind wir, genau, was sind wir eigentlich? Sind wir Imperialisten oder sind wir Rebellen? Was sind wir drei? Ja, was sind wir aber? Wir sind Zuschauer, ja, genau, wir sind nämlich gar nichts, ne? Genau, wir sind nämlich nur Zuschauer, uns ist egal, ob Disney gerade Geld verloren hat oder nicht, aber mir ist egal, ob die Kennedy gerade auf der Toilette ist oder nicht, ob die Raucher ist oder nicht, ne? Mir ist auch egal, dass alles nur weiblich wird. Ist euch auch schon mal aufgefallen, dass alles ja, absolut. Selbst die Druiden werden dann weiblich. Ja, genau, ja. Alles wird weiblich. Ja. Also ist da noch, dann steht, das ist auch eine Verarschung, oder? Wir hatten Luke, wir hatten Darth Vader, wir hatten sogar J.J. Binks war ein Jüngchen, war ein Junge, der uns genervt hat, aber egal. Sogar Anakin als Junge und so weiter. Und da fing es schon langsam an. Mit dem Mädchen ist klar, musste ja, die beiden mussten ja heiraten, Anakin und so weiter, und mussten ja Kinder zeugen. Die Szene war ja auch ein bisschen komisch. Okay, die ist an gebrochenen Herzen gestorben. Oder hat da die Macht eingegriffen? Kann das sein? Dass Darth Vader vielleicht so mächtig war in dem Moment, weil er so kaputt war? Der davon nur, sie ist an gebrochenem Herzen gestorben. Bist du der Meinung? Also ich bin der Meinung, dass Darth Vader, also in dem Moment ist er ja Darth Vader geworden, wie er da auf diese Ding lag und dann röchelnd hochkam, noch, wisst ihr ja, wie er röchelt. Und dann schrie er ja. Er schrie ja ihren Namen. Könnte sagen, dass die Macht da so dermaßen durch ihn ging, dass... Nein. Dann bin ich absolut gegen, nein. Okay. Wisst ihr auch, warum ich jetzt da drauf gekommen bin? Wegen Rey und Kylo. Und weil jetzt Luke ja auch plötzlich da von Akku auf einmal da als Wesen dahertappelt, versteht ihr, was ich meine? Diese Macht muss hier so, Kylo sagt ja, lass es sein zu Rey, komm nicht, die wollte ja kommen, lass es sein, das bringt dich um. Ne? Also ich achte auf, ihr merkt schon, ich achte auf Texturen, ich achte drauf, wie gesprochen wird und reime mir dadurch alles zusammen. Ich bin jetzt kein Nerd, lese Comics, damit ich kapiere, warum Luke grün trägt. Ne? Also ist schon mal klar. Comics mag ich sowieso nicht, das sind so Seitenblatt. Entschuldigung, mögt ihr Comics? Ich hau da rein. Und, also ich. Fühlst du dich nicht angehört? Nein, Dolly, ne? Nee. Sei ehrlich. Nicht wirklich. Also keine Comics, keine Bücher, kein Old Republic, nee. Kein 501 gerade steht. No, Mama mia. Locker. Ach, ich liebe die Sendung. Ich liebe die Sendung für lockere Leute, für nicht anrüchige Leute. Und nicht für die Firmen, die dann extra produzieren, damit ihr kauft und denen zuhört. Hier, hört uns zu, habt Spaß. Ihr dürft mich bekloppt halten, aber ich bin es nicht. Ist halt so, ich erniedrige mich und unterwerfe mich keinem Nerd. Keine. Die Macht ist mit dir. Ja, genau. Die Macht ist mit mir. Ich bin so heilig, immer. Ich mächtige in der Macht. Ja, genau, da übernachte ich. Ach, herrlich. Ja, ich übernächtige in der Macht. Ah, da bin ich auch. Rebels, du hast also auch Rebels gesehen, ne? Hatten wir uns ja bei der ersten Sendung schon. Nur Staffel 3. Ja. Ach, nur Staffel 3, okay. Du hast alle gesehen, oder? Ich habe mir jetzt Staffel 4 bis zum Ende angeschaut. Alles klar. Also ich habe leider alle gesehen und ich warte darauf, dass ich 4 kaufen kann. Wird mir einfach nicht angeboten, schade, weil ich bin so ein Typ, der gerne das nochmal sieht, aber auf einem Datenträger. Könnt ihr jetzt Streaming abrufen. Dadurch habe ich alles gesehen, aber wie das gerade so angeboten wird, mal sprechen sie Deutsch, dann sprechen sie Englisch oder Tschechisch oder was weiß ich. Solche Streams mag ich nicht. Letztens auch so einen Stream gesehen, da raschelten dann die Tüten und so, sage ich, oh Leute, nee, sowas mag ich nicht. Ich meine, für die Sendung mache ich ja alles, damit ich auch sprechen kann und weiß, worüber ich spreche. Aber nee, wenn ich sage, nee, Raubkopien der damaligen Zeit war ohne Rascheln, aber ja, war so. Wir sind mal wieder bei 77. Und VHS-Kassette auf der Autobahn für 50 Mark. Ja, ja, ist klar. Okay, wir waren 24 Leute in einem riesen Raum und wir haben uns gut viele Jahre getroffen und haben das gemacht, so wie jetzt hier. Und deswegen freut es mich sehr, dass die beiden auch so viel Lust haben. Nur die merken, dass das Arbeit ist. Das geht nicht einfach mal alles so. Weil Filme machen, auch eine Sendung machen, kostet sehr viel Geld. Und wenn ich dadurch Leute hätte kommen lassen müssen, wäre der Rahmen gesprengt. Also wir haben hier nichts verdient und wir haben auch nichts ausgegeben. Wir haben richtig viel Spaß und darum geht's. Und damit die Leute sich dann darüber aufreden können. Ja, genau, richtig auch. Oh, vor allen Dingen die Nerds. Oh, was erzählt er mir? Oh.
Das stimmt doch gar nicht. Der hat die Bälle links getragen, nicht rechts getragen. Und dann war die Mara. Die Mara war da jetzt, ne? Und so. Und so, ja. Ja, ist klar. Beruhig dich wieder. Ja, ich beruhige mich, ja. Wenn ich diese Sorgen hätte, wäre ich sorgenfrei. Oder? Ja, ey, wäre ich sorgenfrei. Nein, ja, du darfst ja. Wieder innerlich, verstehst du? Oh, nein, Mogus war der Große. Nein, Plegius war der Große. Nein, Nilis war der Große. Ich konnte sogar Planeten fressen. Uah. Jetzt bin ich ruhig. Sorgenwunder. Ja, ey. Das ist die, nein, okay. Diese Sendung ist natürlich eine... Wir so eine Art Treffen, aber vor laufender Kamera. Demnächst, wenn wirklich mehrere wären, dann wird keine Sendung gemacht, wieder einfach eine Kamera in die Ecke gestellt und alle quatschen da durch, trinken Kaffee oder sonst was. Aber wir wollten ja jetzt so eine lustige Sendung hochfahren, das haben wir jetzt auch gemacht. Ein bisschen dramaturgisch witzig dazwischen gehauen, Emotionen sind das schönste Geschenk. Ja, wie gesagt, die Brillen, alles wurde besorgt, der Helm wurde mitgebracht, fand ich sehr schön. Können wir uns halt nochmal anschauen. Der andere Helm beinhaltet ja drei Teile. Ihr kennt das ja alles schon. Muss ich jetzt nicht alles nochmal in die Hand nehmen. Das ist ja auch keine Verkaufssendung. Da will ich gerade sagen, also immer Bock drauf. Kein QVC. Oh ja, QVC mit sehr verdammt. Ja. Nur noch drei auf Lager. Ja, nur noch auf drei auf Lager. Bitte melden Sie sich. Der junge Mann nimmt das gerne an. Drei Helme zum Preis von vier. Ne? Ist klar. Ist ja klar, da hauen wir da mal drauf. Ne? Ah, so eine, wäre auch geil, ne? Soll man so, meine lieben Freunde, soll man so eine Verkaufssendung machen? So richtig mal anhauen. An alle Firmen, ihr könnt mich anrufen, ihr kennt ja die Nummer. Ich verkaufe gerne eure Produkte. Ob das Disney ist, ich weiß, darf ich nicht. Deswegen lasse ich es auch ganz schnell sein. Weil Disney will das nicht. Viele Freunde, die halt Star Wars Läden hatten, heißen jetzt Galaxy of Fantasy. Oder heißen irgendwie ganz anders, auch die offiziellen Star Wars gibt es nicht mehr. Die kann man nämlich jetzt nur noch bei Panini kaufen zum Beispiel, um da mal klar aufzuräumen. Die Firma Disney unterstützt 0%. Ich hatte da bei unserem jungen Mann hier gelesen, bei euch da in der Community. Also einen schönen Gruß an die Community, total verrückt. Ihr seid ja um die 25.000. Dann einen richtig tollen Gruß von uns an die Wahnsinnsgruppe des Kanons, die sich 100% nur dran halten, was der Kanon sagt. Das sind über 50.000, deswegen darf ich mit 1.000 Leuten ja nicht so quaken. Aber ich tue es, bin nämlich ein Fliegenschiss in den Himmel und ich kacke den Universum zu. Aber egal, ja, ich mag das. Das sind schon mal 75.000 gegen uns, da wollen wir reinziehen. 75.000 gegen uns, Kanon. Was? Aber Kanon doch ist... Kanon, ich muss mal lesen. Geh mal zu den Kanonisten, nein, ne, schieb da mal die Kugel rein. Und Legolisten, die gibt nämlich auch. Legends nennt sich das. Okay, jetzt, ja, ich mache dir extra den Quatsch, weil ihr beiden, merke ich, nicht bemerkt habt, zwischen 7 und 8, was da abgegangen ist. So, nämlich. Wurde ja auch nie irgendwie. Die haben gesagt. Ja, nur bei den Verrückten. Ja. Bei den Verrückten und bei den Kanonisten, die haben dazu Vorsorge. Die wollen, hallo, die wissen alles. Boah, wenn wir drei schauen uns den Film Fanboys an. Da kenne ich nichts, damit ihr überhaupt wisst, worum es geht. Oder macht heute auf YouTube Fanboys. Ja. Nein, damit ihr wisst, warum ich hier so ein Ablässer hier. Ne? Emotion ist das schönste Geschenk. okay, 7 und 8. Habe ich ja gesagt, hätte ich anders gedreht, aber egal. Ich habe nichts zu sagen. Aber. Vielleicht mache ich das irgendwann mal auf Spaß mit Püppchen. Dass ich das mit Püppchen nachspiele. Da müsst ihr mir aber bei helfen, weil alles alleine schaffe ich da nicht. Ne? Da wäre aber so ein Püppchenfilm. Bist du doch Lord Helmchen? Ich bin Lord Helmchen. Ach Mensch, ich bin live. Ich habe gesehen, ey, ich bin live. Guck mal, ich bin live. Ja. Guck mal, die rennen da mit dem Kamm durch die Wüste. Die kennen die Wüste durch. Ja, bei Lord Helmchen. Aber ja, fand ich auch stark. Da war irgendwo so ein Kostümfestival da wieder. Da lief auch einer rum mit diesem Pott. diesen komischen Pott da, die alle so einen Eisprung darstellten oder was. Ja, worauf ich jetzt hinaus will, ist, man darf Star Wars nicht so ernst nehmen und diese Sendung wird auch nicht so ernst gestaltet. Was? Ich gehe so vor. Ja. Ich habe gedacht, dass wir jetzt wirklich mal... Sehr gut! So irgendwas, was... Ich wollte hier nach Hause fahren und sagen, heute Abend gucke ich mir eine Wahnsinns... so... echte Sendung an, ja. Und dann kommt es mir so jetzt hier. Ja, Community! Oh, hey. Also ihr merkt schon, wie das abgeht bei der Community. Ehrenwort. Bei der Community geht das. Wenn du sagst immer, ich habe vergessen zu spoilern. Du hast dich gespoilert? Dann ist aber unfair den anderen gegenüber. Tschüss! Ja, ist so. Boah, ich habe demnächst so einen Spoiler im Kopf. Irgendwie habe ich da Spoiler. Oder Warnton. Irgendwas erfinde ich jetzt. Warntöne oder so.
Ja, irgendwie sowas. Okay, Schnitt, wir bleiben ernst. So, okay. Du bist extra. Spaß mal beiseite. Spaß beiseite, schieb das mal weg. Ne? So, jetzt so. Mal. Ernst. Wer hat jetzt hier den Dinges durchwitschen lassen? Aber egal. Egal. Ich weiß nicht, wer das war, aber irgendeiner hat jetzt hier einen durchlatschen lassen. Aber ist nicht so schlimm. Der hat ja nichts mit dem Film zu tun, aber egal. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind ernsthaft hier in der Sendung. Über Star Wars werden wir jetzt sprechen. Was sprechen wir denn da? Ziemlich ernsthaft. Ziemlich ernsthaft, der kriegt das hier nicht mit. Ja, sehr ernsthaft. Ja, genau, kennst du das? Nee, ernsthaft. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Ja, genau, das ist Darth Vader, der schafft alles. Oder Kylo Ren, der schafft das auch. Okay, ein Junge mit Maske. Kommt der euch wirklich vor wie ein Junge? Wie ein kleiner, dummer Junge, würde ich sagen. Ja, bei dir? Kylo, ja, weiß ich nicht. Kylo. Habt ihr die Figur noch nicht so eruiert? Habt ihr noch nicht so eingegriffen? Ja, was ich ein bisschen lächerlich fand, war bei EP8, wo er dann einen freien Oberkörper ist und die Hose und die ungefähr da, nur mal wieder was Lustiges einzuwerfen. Also das, ja, sagen wir mal so, es gibt ja einige, die sofort genauso sich abgelichtet haben. Ne? Ja, hab ich mit, ihren Strampelhosen und so. Okay, das ist die Posse. Aber ernsthaft, wir gehen jetzt mal in den Film rein. Was ist Kylo Ren für euch? Was soll er darstellen? Warum soll ich jetzt ins Kino gehen? Warum soll ich weiterhin Star Wars wie 77 in mein Herz geschlossen, wirklich mit aufgewachsen, mit Herzblut. Die einen sind Püppchen, die anderen sind nicht Püppchen. Du baust halt gerne Flugzeug und das alles. Du halt Film, vor allen Dingen Film und ein bisschen Lego. Aber. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ein bisschen viel, ne? Nee, momentan. Okay, ein bisschen. Mein lieben Kunde, ich habe immer noch die Lego im Programm. Schade eigentlich, kann vielleicht mit anfangen, wer weiß. Tue ich immer nicht. Ja, hin und wieder muss ich aus Sicherheitsgründen sagen, dass ich auch eine Firma bin und dass die Kunden nicht sagen, ey, was hast du denn da gemacht? Wir machen auch Spaß. Das könnte passieren. Ne? Ich werde auch mein Handy verstecken, damit ihr das nicht dauernd klaut bei der Sendung. So. Für die Diebe, die da waren bei der Sendung. Ne? Egal, muss auch mal gesagt werden. Okay, schwamm drüber. Schnee von gestern. Kylo Ren als neue böse Macht, bedingt durch Snoke, der ihn fertig gemacht hat bei 8. Und dann Kylo gesagt hat, mein lieber Freund, das hast du zum ersten und zum letzten Mal gemacht. Mach er weg. Ne? Der liebe Snoke. Hat Snoke überhaupt Gewicht gehabt? Und da nicht mehr. Ja, da nicht mehr. Aber hat er war nur halb so schwer. Er war halb so schwer. Ne? Hat er denn überhaupt Gewicht gehabt? Also, von JJ wurde er quasi zuerst so dargestellt und Ryan Johnson hat dann gesagt, nein. Weg damit, genau, Schrott. Kann das weg oder soll das bleiben? Okay, also, da haben wir es. Zu viele Regisseure. Hier ist nur ein Regisseur, der diese Regie führt, weil das seine Sendung ist, sein Baby ist. Aber da, bei Disney jetzt, Game of Thrones kommt, eine TV-Show kommt, ich sag, es wäre französisch. Resistance in amerikanisch oder Old English. Resistance kommt im Herbst, also es kommt. Also, viele Zuschauer, die das hier sehen, bemerke ich, dass die gar nichts wissen. Wie? Lief der Film schon? Jo, der ist schon über eine Woche alt. Läuft nicht nur, der ist gelaufen. Deswegen gibt es auch keinen Spoiler. Klar, schade. Wenn ich drin war, hat Pech gehabt, ne? Ja. Ist wie beim Essen. Wer zu spät kommt, kriegt nichts. Da gibt's keinen Spoiler. Doch, für nix. Kommst du spät, ist ein Spoiler. Hätte ja eher da sein können. Ja, geil. Ich liebe Spoiler mittlerweile. Echt, ey. Hammer, Hammer, Hammer. Kommst du nicht früh zum Essen oder Kaffee, hast einen Spoiler da. Wir bauen uns ein. Immer wird die nächste Sendung eingebaut. Immer so ein Spoiler. Wenn da jemand nicht weiß. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ist ein Kind. Kind mit Maske, flippte aus und jetzt kommt's. Schoss seine Mutter, nein, er leider nicht, seine Kumpels aber, schossen seine Mutter ins Weltall. Was soll jetzt daran so schlimm gewesen sein? Ich meine, was da abging bei den Nerdys und so, wow, 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 Miss Poppins, boah, da ging's ja richtig ab. Die arme Frau tat mir jetzt schon leid. Wir können ja nichts dafür, dass die Dame in Wahrheit verstorben sind. Also ich persönlich mag keine Manifestierung. Er muss jetzt beides hier manifestiert sein, weil die zu dieser Sendung gehören, ist klar. So, wenn ich jetzt andere hier reinsetze, müsste ich die Sendung verändern, ist auch klar. Oder ich müsste halt mit hoher Technik arbeiten, dass die so bleiben, wie sie sind, wenn wir jetzt im Filmgenre sind. So, sie ist rausgeschmissen worden, wir wussten leider alle, dass sie leider schon während den, während, also
nach den Dreharbeiten verstorben war. So, dann haben wir alles mitgekommen, die Mutter ist dann auch verstorben. Die Tochter hat jetzt eine tragende Rolle bekommen bei 8, habt ihr ja gemerkt, ne? Die war sofort da, war also überwiegend präsent und hat also auch schon den Kommandoton gehabt, ey, mir egal mit den Munition da, ich weg und so. Ich nehme die Filme jetzt schwer auseinander, weil das mein Beruf ist. Also ich habe dann, Schnittfehler habe ich ja nicht gesehen, sonst wäre ich aus dem Kino gegangen, aber Storyfehler, totale Storyfehler, also ein unheimliches Durcheinander. Ja? Okay, sie raus. Wurde dann wach, hatte sogar die Augen auf. Das ging nicht, aber egal. Bei der Macht geht auch Augen auf. Im Weltall Augen auf, würde ich euch nicht empfehlen, aber egal. Ja, und dann hat sie sich zurückgeschraubt und so weiter. Frage, hätte sie, sagen, aber die Jungs, ich meine, die Regie hätte ja reagieren können. Schauspieler ist verstorben. Ja. Wir haben doch die Szene. Okay, schneiden wir eben um. Ist ja nichts bei. Man geht eben in den Schneiderraum. Dann ist sie weg halt. Ne? Dann, genau, dann wäre sie weg gewesen. So. Und wir wären dann alle traurig und so. Frage, hätte er in der 101 Minute überhaupt sterben müssen, der Han Solo? Weil ich habe ja gesagt, ich hätte den Film anders gemacht. Bei mir wäre Han Solo nicht gestorben. Ich weiß, Ford wollte den Film nie drehen. Ist ja egal, er hat sich immer aufgeregt. Der ist reingekommen, hat gesagt, wie? So wie hier. Wie sieht denn hier aus? Wie soll ich hier drehen? Ich habe auch keinen Plan. Ne? Alles grün. Ne? Doch, ja. Der war auch stinksauer, dass keine Rückholfedern waren. Also er konnte da nicht zurückholen oder so. Ja, also war eine tolle Geschichte in den 70er Jahren, was er da alles so von sich gegeben hat, zusammen mit Star Wars. So, Ford ist nicht mehr da. Also gewisse Darsteller sind leider verstorben, auch R2-D2, der da drin gesteckt hat. Heute wird alles fernelektronisch, auch BBA mittlerweile, weil zu dem Zeitpunkt 7 war der nicht fernelektronisch, das war alles in grün, mit grünen Leuten und so, war ziemlich spaßig zu sehen, wie die das da gemacht haben, aber auch egal. Mir ist aufgefallen, dass nicht so viel Tricktechnik eingesetzt wurde. Ja, gibt ja zwei verschiedene Verfahren, CGI, weil der Typ da dieses hat, dann kommt der da, und dann der andere FMP da, diese Tricktechnik, wo alles eingebracht wird, hier reingeschraubt und was weiß ich nicht alles, war gar nicht da, aber ist plötzlich da. Ja, ja, ihr seid Filmgänger. Was, die jetzigen Filme, ist euch da irgendwas aufgestoßen? Seid ehrlich. Ist irgendwann aufgestoßen? Irgendwie, also mir nicht, bin ich ehrlich. Also filmtechnisch gesehen kann ich eh nicht so viel dazu sagen, aber da aufgestoßen. Mir gefällt der Filmmachstil mittlerweile, weil das passt einfach zu EP 4 bis 6, früher 1 bis 3. So, ja, so vom Stil einfach. Ja. Also dieses, ja, was George Lucas für mich damals in Leben gerufen hat, weil ich damit groß geworden bin. Und das passt einfach so jetzt, das Neue. Klar, CGI ist natürlich viel realistischer als damals. Also ich habe jetzt vor kurzem mal EP 1 bis 3 geschaut und das war wirklich wie ein ja, so ein computeranimierter Film war das. Das ja. Ist ja wirklich computeranimierter Film, also auch so die Klonschlachten da auf Genosis und ja auch Naboo, einfach malerisch alles wie schön und toll, aber so diese realistische Seite, die fehlt da irgendwo schon dabei. Also wie jetzt 7 und 8 wird ja richtig Bühne gebaut. Ja, ja, ja. Bei, vergesst es bitte nicht, bei Rogue One, ja, da haben die richtig gebaut. Also wer sich wirklich für Star Wars interessiert und kein Nerder ist, kein Hater ist, der unbedingt ins Vordergrund muss, dann ist alles scheiße, hier so T-Shirts trägt, hier Hangover Kennedy und all sowas. Ich ziele natürlich jetzt auf die amerikanische Gruppe, die mich jetzt hier nicht verstehen. Ich weiß ja nicht, ob sie einen Dolmetscher haben. Schade eigentlich, aber ist mir egal, ihr Old Amerikaner da. Also ihr hasst ja mittlerweile alles und das schwappt ja leider hier über, dass hier in Deutschland leider auch solche Hasser mittlerweile unterwegs sind. Und wenn man die dann fragt, kriegen so dicke Augen, also das ist mir gar nicht aufgefallen, ja, warum hast du dann den Film? Aber egal. Ne? Also Mary Poppins ist aufgestoßen, so, er hat aber gerade gesagt, für mich als Filmemacher habe ich gesehen, tolle Arbeit, auch hier in England, habe ich auch ein paar Fotos vom Zaun euch gesendet und gezeigt. Dieses Auto, ich habe mich sowieso gewundert, das ist ein merkwürdiges Auto, können wir uns auch gleich mal anschauen, steht draußen. Also ist schon eine lustige Sache, auch Nathan Fist, die Gegendarstellerin, die Junge mit den Sommersprossen und roten Haaren, hat keiner, nein, jetzt kommt es nämlich, hat keiner was gesagt, das ist doch die Zora von der Straße.
Die sah echt aus wie die Zora oder diesen Walt Disney Spielfilm. Die ist euch ja gar nicht aufgefallen, ne? Diese lockigen Haare, die Sommersprossen, da fehlt nur noch Bogen und Dinge. Ja, ich hab eher gesagt, das wäre jetzt noch eine Tochter von Boris Beck. Ja, genau, das ist die Tochter von Boris Beck. Aus der zweiten Besenkammer. Ja, aus der zweiten Besenkammer, so ungefähr sah sie aus. Um daran auch mal anzuknüpfen, ihr merkt, das wird eine verdammt lange Sendung, aber ich will euch, wie gesagt, ich will euch einfach, und ich unterbreche mal eben wegen Raucherpause und wegen Kaffee und komme gleich wieder. Ja, da sind wir wieder. Grüße euch. Hallöchen. Habt ihr durchgehalten? Ja, habt ihr durchgehalten? Finde ich stark. Er hat auch durchgehalten. Ja, darf ich vorstellen? Tschui. Gehen wir auch in den Lernkurs. Ne? So, E7 kann man so ein bisschen. Bei E8 kann man ein bisschen. Aber bei Han Solo, da war er da. Total vermatscht. Spoiler-Alarm. Vorspulen. Alarmknopf. Tui war da bei Han Solo, ist ja klar. Da war er so richtig dreckig. Aber ich fand das stark, wie Han Solo da fast mit dem Kopf in den Matsch war da und er fing dann an. Kann ich nicht. Kann einer von euch? Nee. Er kann. Genau, dann haben die sich da unterhalten. Und dann waren sie sofort Freunde. Die waren sofort Freunde fürs Leben. Und jetzt kommt es nämlich, das wissen nur Nerds. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wisst ihr denn, was da geschehen ist? Zwischen Han Solo und. Chewbacca? Was soll da wohl passiert sein? Lebensschuld! Richtig! In dem Moment, wo er stutzte und merkte, dass er endlich befreit wurde, Chewbacca wurde nämlich befreit durch Han Solo, war er ab sofort, das ist das Wookiee-Gesetz, in der Lebensschuld. Er muss also sein ganzes Leben jetzt bei Han Solo bleiben. Die Nerds wissen es, die Super-Nerds wissen es sowieso, sie hätten sofort geschrien, wenn ich das nicht gesagt hätte. Ne, Spoiler-Alarm. Ne, das ist klar. So, das ist so. Also, dadurch sind sie Freunde geworden und dann haben die sich halt unterhalten, fand ich auch stark. Und die allerbeste Szene war im Falken, er ist ja der Freund vom Falken. Du bist 190 Jahre alt. Und das allerbeste war die Freundin Kara, ne? Kira oder Kara, keine Ahnung, wie man dich richtig ausspricht. Weißt du was? Ich mache einen Kaffee. Setz dich hin, fliegt der Teil. Ich war da stark. Ich finde es sowieso stark, wie der da saß. Ja, Knöpfchen drücken, keine Ahnung. Und er ja schon so ein heimlich, ne? Habt ihr gesehen, so heimlich hat er schon so. Was soll das denn? Ne? Ach, herrlich. Und dann sitzen sie sich da hin und dann hat er die Schalter umgelegt. Und dann sind die mit den 12 Basic da durch. Ja, genau. Ich dachte immer, das werden Rennen. Ja. Ehrlich. Ja. Immer, also im vierten Teil damals, 77, wie er, hör mal, ich hab den Teil, aber Kesselrand da, so, 12 Basic, das ist ein Teil. Ich dachte immer, die hätten ein Rennen gemacht, man ist ja vor, durch diese ganze Filme. Das ging dann um die Entfernung. Irgendwie so. Parsec ist keine Zeiteinheit, sondern eine Entfernung. Ja, irgendwie so, jetzt wissen wir es. Weil normalerweise steht ja 20 Parsecs und der hat das ja 12 Parsecs geschafft. Also das heißt, es ist eine Entfernung. Von diesem Loch? Aber er hat aber auch abgerundet. Eigentlich waren es 13,6. Ja, irgendwie so, ja. Nicht nur das. Manchmal meine ich auch, der hätte 12 Tropfen da reingetan. Und diese 12 Tropfen, ich fand das so stark, der Ding kackt ab. Oh, immer. Pau, weg das Teil. Ist klar, ich meine, Schrottmühle, ja. Ich fand das so geil, wie er das vorne... Ja, was auf jeden Fall. Ja, genau. Wie der den abgeschossen hat. Ich fand das so geil. Der hat abgeschossen. Ins Maul rein, da sagte Lando, was soll das denn? Ne, ist klar, hat er mal eben kurz kommentiert. Dann sagt er, jetzt mache ich was, das habe ich jetzt nicht drauf, weil ich den Film leider erst nur einmal gesehen habe. Der hat ja gesagt, dass irgendeiner das schon mal gemacht hätte, was er jetzt macht, wäre dem Schiff nicht so gut bekommen. Mach mal die Fahrwerk raus. Die machen die Fahrwerks raus und er macht da diesen Schrotti da. Und seitdem war die Mühle so richtig Schrotti. Und wir haben ja vorhin, wir haben uns gerade in der Pause den Nest angeguckt. Die junge Dame, die aussieht da wie die Zora, wo Pfeil und Bogen, ne? Sommersprossen, rotes Haar. Spoiler-Alarm! Ich hasse es, ich mag es, ey. So, meine lieben Freunde, wir spoilern hier, oder kennen wir nichts, wir haben gleich Spoiler auf den Haaren, aber die machen wir rot und blau, damit die richtig auffallen, Neonfarben, ne, Alter. Aber irgendwas stimmt jetzt hier mit dem Mund nicht, deswegen packe ich mal weg. Okay, Chewie war da, Han Solo war da, 8 ist die beste, also wir machen heute
von, also merkt ihr jetzt schon, jetzt hat das endlich gerafft. Es geht vom 25.05.1977 zum 25.05.2018. Also wir knallen jetzt in dieser Sendung 41 Jahre. Knallen wir mit Spoiler-Alarm. Ne? Ihr könnt mich mal. Ist egal. Ja, Spoiler-Alarm, du ein Schwachsinn, ey. Wer am 25.05.1977 nicht im Kino war, Leute, 41 Jahre gepennt, schlaf weiter. Das ist doch so. Ne? Aber 41 Jahre, dann stellen wir uns den Solo vor. Aber, ne? Also, wir wussten aber, der schießt als Erster, da kennt ihr nichts. Das hat er bewiesen. Bennett ist tot, ist immer da. Darf nur die Brille nicht versäumen. Alles egal. Ist ein Insider. Aber wirklich, also ich fand das so genial, ja? Die Filme jetzt so dermaßen mal anders zu sehen, wie Filme gesehen werden müssen von Zuschauern. Zuschauer, nicht Nerdies, nicht Leute, die interpretieren, hör mal, die Tür hätte aber anders sein müssen, weil die ging ja so auf, die hätte aber laut Buch 66, Abschnitt unterhalb von das Sirius oder keine Ahnung, hätte die nämlich so aufgehen müssen. Ja, ja, es gibt, soll es geben, die gibt es immer noch. Und dann ist der Film scheiße. Ja, genau, dann ist der Film scheiße, weil die Tür nicht so aufgegangen ist, wie zugegangen ist. Genauso wie ich jetzt, haben wir ja geguckt, ne, ist ja uns angeboten worden, der Falke, der Schrottfalke. Die Tür hinten ist dicht, ne? Die ist gar nicht auf. Ja, hast du gesehen, ne? Aber beleuchtet, ist es beleuchtet. Wieder ein Insider. Wir sprachen von De Augustini. Den meinten wir. Ja, weil die Türen sind ja immer auf. Ja, konntest du ja damals. Also, es gab ja Szenen, wo angeblich, keine Ahnung, wo die DH haben, aber egal. Ich war jetzt so oft in den Filmen drin, ich habe nie Fehler gesehen. Ich habe keine Uhr gesehen, die nicht dahin gehört hätte, wie bei Ben Hur. Ich habe auch nicht gesehen, dass irgendeiner mit der Kamera oder so oder irgendeiner deiner Stormtrooper da irgendwie mit dem Helm da, ne? Nee. Ihr wisst schon worauf. Also 41 Jahre jetzt Star Wars als Zuschauer sich zu treffen als normale vor laufender Kamera, damit jetzt andere diese Sendung sehen und darüber lästern. Ablässer und Spoilern und keine Ahnung, was die jetzt alles heutzutage aufrufen, die New Generation auf Samsung, iPhone und was weiß ich nicht alles. Ne? Wir sind Kinder, Legesteine und was war da noch? Wiese, ja. Bolzen und vor allen Dingen Sand. Ne? Wir waren dreckig bis zur Kante, Mutter schrie dann ab in die Wanne. So, könnte heute gar nicht passieren immer. Nein. Mit Smartphone in der Wanne immer, dann sind die ganz cool, weißt du, die haben das hier schon so drauf gebeamt, weißt du, dann können die hier so tippen auf den Knopf. Und dann sind die ganz, dann, ihr merkt schon, wie Star Wars ausufert, ja. Andere sagen, stopp, zeig mir erstmal dein Star Wars Bild. Ja, gib es auch, du darfst nicht weiter scrollen, musst erst mal, ne, ich finde das alles so toll. Meine lieben Damen und Herren, Facebook ist für mich die größte Unterhaltung, nach der Unterhaltung von ZDF und ARD und vor allen Dingen WDR. Bei Facebook könnt ihr eure eigenen Sendungen nieder reinbauen und was weiß ich nicht, und wir schauen uns das an. Und genau das machen wir auch. Wir wollen Star Wars so sehen, wie wir es gesehen haben als Zuschauer. Wir waren und sind auch keine Nerds. Wir lesen keine Bücher. Wir lesen keine Comics. Wir sind auch keine Püppchensammler. Nö, sind wir nicht. So, warum habe ich dann so viele Püppchen? Weil ich Händler bin. Ich verkaufe die Dinger. Ich bin kein Fan. Fachgeschäfte kennt ihr nämlich auch nicht mehr für die zukünftig Sehenden, denn so ein Video ist ja jetzt im Netz und dann könnte es sein, dass es schon 30 Jahre her ist und wir alten Säcke, 60, 90 oder 120, die jibben schon gar nicht mehr und ihr schaut euch so eine Sendung an. Ey, wer sind die denn? Die drei Doofen vor der Kamera, die sind wir. Klar, no. Okay, Schnitt. Schnitt! Das ist gut, ich mal wieder. Genau. Okay, da sind wir wieder. Die Jungs haben mich abgeregt. Ja, die haben mir ein paar Pillen gegeben. Ach, herrlich, sieben. Wir sind bei sieben. Gib mir nochmal drei. Ja. Gib mir nochmal drei. Ja, ist klar. Nerd. Spoiler-Alarm. Ich bin gebindet, Spoiler-Alarm. Echt. Nein, ich habe heute einen Wahnsinns-Spoiler gesehen. Ehrlich, Wahnsinns-Spoiler. Ist jetzt kein Scherz. Dann stand da Rob, sowieso so ein Name. Da war nichts. Da war gar nichts. Da musstest du runterscrollen bis unten hin. Da war so ein Punkt, da musstest du draufdrücken. Dann wieder nach oben gehen. Da waren dann alle Schrift
Einheiten, auch Buchstaben genannt, aneinandergereiht, zu einem Satz gut und ich konnte lesen. Und wie ich dann am Lesen war, fragte ich mich, wieso war das Spoiler-Alarm? Das war alles ich bezogen. Das hat ein Mensch geschrieben von sich aus. Und deswegen mag ich dieses Spoilern und da, ey Leute, komm, nervt mich nicht. Ich das kriege gleich wieder Pillen mir. Ich merke das schon gar nicht. Ich habe mich gerade erst beruhigt. Okay, bleiben wir bei 7. Wir sind jetzt bei 7. 7 mit Kaido. Er kommt da raus. Der Schuss, der in der Luft hängen blieb. Dieser sogenannte, wie hieß der Name? Nummer, komm. Finn. Nix Finn. Nummer. Nummer? Weiß ich nicht, ich mach gleich eine Nummer, aber ich bin keine Nummer. Okay, Finn hat eine Nummer. Genau, du hast recht, du bist ja auch ein Nerd. Du weißt genau, wie der hieß da. F3745. 2178. 2178, siehst du, kommt schon. Also, okay, ist mir zu lang. Hat er auch gesagt, das ist mir zu lang. Du heißt hier Chewie, nicht Chewbacca. So war das, also Finn. Finn mit seinem... Und jetzt kommt, meine sehr verehrten Damen und Herren, Finn, der Toilettenwächter von Star Wars, der Putzeimer, der sogar das Raumschiff von Snoke von der linken Ecke, ich glaube 9 Quadratmeter groß, rechten Ecke geputzt hat. Der wusste sogar, wo der Fluxkompensator von Zurück zur Zukunft war. Ja, richtig. Da wusste der. Ja, ist klar. Der hat das alles gelernt. Wahnsinn, ne? Ein Kloakenputzer, der weiß, wie das geht. Ich habe immer, da muss ich, also wie ich es eben gesehen habe, wie gesagt, ich achte immer auf die Texturen, hörte ich immer Sanitär, irgendwie habe ich es im Gehirn nicht erfasst, ich dachte immer hier, Dings da mit Roten Kreuz und so. Sanitär ist Gas und Wasser scheiße. Schade eigentlich, also Putzmannsell. Und dann als Stormtrooper, ihr läuft hier schief. Merkt ihr das nicht eigentlich? Also, wir hatten Roger. Das waren die komischen Dinger drauf. 1, 2 und 3. Ja, das Kanonenfutter von... Ja, genau, bei 3. Bei 3, weil das ja so geil war. Alle haben gekämpft. Ne? Jetzt springe ich rein in den 12-Jährigen, der da war. Ne? Also, ja. Leute, wir sind eine Community über 1000, deswegen mache ich das. Damit ihr für die Zuschauer, für die Kunden, die nicht wissen, wo es hier geht. Manche schauen sich sowas an und haben keinen Plan. Leute, liebe Leute, ich lege dem nächsten Plan aus, worum es hier geht. Also, Community, Star Wars Community, Wohnzimmer. Wir treffen uns vor analoger Kamera, sind aber analog untereinander und tauschen uns aus vor laufender Kamera. Aber das hier ist zum ersten Mal die Sendung, die Vorbereitung dessen, was später ist. So wie wir beide haben uns, er war auf den Aborten, war auch dann eine Rauchen. Wir beide haben uns dann von den Puppen unterhalten. Das meine ich. Dann besorge ich auch Kameraleute, die uns dann begleiten. Das nennt man dann nicht Sitcom. Jetzt haben wir eine Sitcom hier oder was. Ne? Reality Show haben wir dann. Ne? Reality TV. Vielleicht machen wir dann sowas. Das sind alles, also heute ist die erste Sendung. Deswegen ist sie auch verdammt lange geworden. Muss mich schon mal drüber entschuldigen. Und es sind auch viele Plots da reingehauen worden und so. Es sind auch viele hier vorbeigelatscht. Und das passiert schon mal. Das ist halt so. Aber lasst euch überraschen, die Sendung hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sie ist aber noch nicht zu Ende. Auch wenn jetzt ein Schnitt kommt. Schon hier? Ja, ich habe mich gerade beruhigt. Es kam ein Schnitt, damit ich mich beruhige. Ob die wirklich weiß, weiß ich nicht, weil wenn ich gleich im Schneiderraum bin, weiß ich nicht, was ich da gemacht habe. Also verzeiht mir jetzt schon mal, das Rohschnitt, das ist eine Rohsendung. Wie gesagt, geboren aus Quintett, Gezimper, Drillingstrett oder so, keine Ahnung. Trieste oder so. Trio Fonale da oder so. An sich sollte jeder einen Film sehen, vielleicht machen wir das. Also wie gesagt, das ist unsere Spontansendung, die richtige Hauptsendung. Vielleicht so die kleinen Minispots, weil wir treffen uns ja jetzt leider erst in einem Jahr. Ja, ist ja klar. Echt? Das ist Weihnachten. Es ist Weihnachten, ist Überraschung und dann kommt E9. Ja, und dann müssen wir das Ding ja wieder auseinandernehmen. Mit ganz vielen Spoilern, mit Masken, damit wir nicht erkannt werden, wegen dem Datenschutz. Ne? Ist klar, wir haben alle unterschrieben. Ne? Ich merke schon, wer zum Krömer hier. Ah, kennt den Krömer nicht, dann gehen wir nach Berlin ins Theater und wissen, wer Krömer ist. Aber egal. Kurt Krömer, genau, er hat es ja fast, der war ist ja geil. Oh, ja, den hätte ich gerne eingeladen als Zerflöse hier, den habe ich leider noch nie gehört, ob der überhaupt Star Wars mag. Wenn der den Star Wars auseinandergenommen hätte, ich glaube, da hätten wir gegrölt. Ja, ist so, ein Kind mit Maske, ich kann mich gar nicht beruhigen, nur ehrlich, du. Kind immer, ey. Also ich war da auch ein Schnittfehler, ne? Mach mal ein Raumschiff klar, kann der nicht selber, oder was?
Ausgerechnet die beiden, die da gekommen sind, sollten sein Raumschiff klar machen. Sind war der Techniker? Hat die Uniform an? Hat die Overalls an? Ich weiß gar nicht mehr, wie die aussehen. Ganz normale hier mit den Mützchen da. Ja, die an sich sagen, ja, geht nach links oder geht nach rechts. Ja, diese komischen Generäle da. Ja. Ja, war auch schon mal ein Schnittfehler. Ne? Mach mal meine Mühle klar da, fahr mal mein Auto vor. Also irgendwie war das falsch. Also, fahr mal mein Auto, fahr mal mein Cadillac vor, damit ich meine Mutter abschießen kann. Ey. Ich hab so eine Wut drauf. Ey. Ich bin ja wie ein Kind mit Maske. Zieh mal die Maske ab, welche Maske denn? Okay, wir waren ein anderer Film. Merkt ihr, wir sind Filmfreunde. Ich erzähle aus verschiedenen Filmen und münze es dann auf Star Wars. Einige Verstorbenen mögen mir verziehen jetzt. Ihr wisst jetzt nicht, wen ich da gerade persifliert habe. Ist das klar? Gewählt? Okay. Ich bleib in Dorf. Herr Bülow! Herr Bülow war das. Ne? Ja, ich mache eine. Ich gehe mit meiner Tochter nach Amerika und mache einen Lottoladen auf. Ne? Der Herr Bülow, der solche Filme da gemacht hat. Also, so stelle ich mir gerade vor, wenn solche Koryphäen, nicht solche Laien wie wir, sondern waschechte Koryphäen, waschechte Komödianten, so wie Herr Bülow, also hochgradige. Solche Filme mal auseinandergenommen hätten. Da, das ist eine Marktlücke. Macht es. Zieht es durch. Nicht wie bei Disney da, die Superstars, die ja da einen erzählen, da immer Star Wars, wie ich da drin war. Weißt du, das habe ich auch jung gehauen. Ne? Ihr wisst, wen ich jetzt gemeint habe? Habt ihr gesehen? Disney. Im Disney-Kanal gibt es eine Sendung, die da über Star Wars reden und so. Und bei Disney dürfen die ja dann natürlich auch zu diesen Drehorten und alles. Also ich rede jetzt hier von der New Generation bei YouTube. Alles, was ich gesagt habe, kann bei Google nachgelesen werden oder bei YouTube rauf, runter, links rum, rechts rum. Ne? Vielleicht mache ich auch noch links da rein, damit ihr wisst, was ich die ganze Zeit von mir gegeben habe. 8. Der ist der größte Knaller aller Zeiten. Vor 7, der schon geknallt hat. Aber wisst ihr, 2,2 Milliarden. Hat er eingespielt. Ich wusste ja auch warum, weil das ja so gewollt war, alles nochmal rein. Jetzt müssen wir uns davon trennen, haben wir uns auch gerade hinter der Kamera drüber unterhalten. Was kommt denn eigentlich? Welcher Star Wars? Ich sag dazu Star Wars 2.0, weil es neu wird. Es müssen neue Leute kommen. Ray, also die Darstellerin Daisy Ridley, das sagte ja auch schon, werde dann und dann nicht mehr dabei sein. Ja? Also sie wird jetzt keine Ewigkeit bei Star Wars bleiben. Sie hat auch schon andere Filme gedreht, wie diesen Express mit ihrer Mützchen auf, da als Perücke sah sie ja schon sehr niedlich aus. War auch so ein Remake, da sind wir nämlich, Remake. So, wieso regen sich die Leute bei Star Wars so dermaßen auf, weil ein irgendein anderes Gesicht ist, weil ein anderer Han Solo da sitzt, ja, anstatt Harrison Ford. So, sie regen sich jetzt drüber auf bei E9, wegen Carrie Fisher. Carrie Fisher gibt es nicht mehr. Jetzt sollte man vielleicht, und man hat ja vieles gelesen, weglassen, erneuern durch einen Schauspieler, habt ihr vielleicht schon mal gelesen. Es gibt, die Brille ist jetzt auch kaputt, kann ich auch entwerten. Zwei Brillen schon weg. Ich habe heute Probleme mit Brillen, die andere suche ich nämlich noch. Also wie gesagt, mir ist an sich egal, wer die jetzt spielt. Wenn man die junge Dame von Fleetwood Mac, die Sängerin, nimmt, die sie wirklich unheimlich ähnlich sieht, der Carrie Fisher, die könnte man da, weil, wie gesagt, bei Rogue One hat man ja auch den Tolkien, auch wunderbar, diesen Schauspieler hat funktioniert, das Einarbeiten hat funktioniert. Gut, mit CGI hätte man jetzt arbeiten können, weiß ich auch nicht, also warum regt ihr euch so auf? Wie gesagt, wir sind normale Zuschauer, uns ist es egal, frage ich jetzt einfach mal so, blind. Ist es euch egal, ist eine andere Lea käme? Ja. Also mir schon. Ja. Aber weiß nicht so genau. Weil Bond regt sich ja auch keiner auf. Richtig, wir haben uns nämlich darüber schon unterhalten. Bond, es gibt so viele Bonds, denn Craig, der wollte jetzt auch nicht mehr, macht er doch trotzdem den 25. nochmal, aber dann auf keinen Fall. Ja, da regt sich keiner auf. Marvel. Regt sich irgendeiner bei Marvel auf? Hulk, den dritten, ja, sozusagen. Spider-Man, den vierten, ja. Und so weiter. Ja, ihr Nerds, ich weiß, ich habe übertrieben. Es waren nur 3. Und bei Hulk waren nur 2. Ne? Die Nerds, die muss man ja immer bei Zocholololol. Ne? Ist ja wie so ein Schachspieler. Habe ich jetzt richtig gemacht oder nicht richtig gemacht? Oh, Wahnsinn. Ja, aber das verstehe ich nicht. Was ist denn los? Wieso ist Star Wars eine heilige Kuh? Ja, Star Wars nämlich abkoche. Wie zum Beispiel Nerdies, du musst alles so. 501, du musst alles so. Captain Rex. Ja? So, bei Marvel ist egal. Ja. Das ist Klamauk,
Der steht ja eh wieder auf. Ja, ist so. Infinity War, hallo. Die Kinder hier reinkamen zu mir, die hatten so, solche Gesichter. Also, der Spider-Man im Weltall, der ist gestorben, sind die bescheuert, verschiedene. Ey, da war richtig was los. Alle waren weg, keiner mehr bleibt. So, bis man den Kindern sagt, ja, jetzt kommt eine neue Figur. Die Marvel kommt, Frau Marvel kommt und macht doch alles. Und der Loki, der macht auch alles. Der am Anfang da mit den Leichen gelatscht und dann, ne, hast du auch gesehen, ne? Und so, ja, eine neue Weltordnung, also passt alles, neue Weltordnung. Wir können alles an sich draußen drehen, ne? Ja. Bei den AfD-Leuten mit 500 Leute, oh, 500 Leute, oh. Ne? So ist auch mittlerweile Star Wars. Fällt das nicht auf? Also wenn man sich, wenn man in der Welt der Nerds lebt, ist klar. Wir ja nicht. Wir sind Zuschauer. Ja, wir sind Zuschauer. Wir schauen zu, aber ihr seid jetzt unsere Zuschauer. Ich hoffe, wir haben euch erstklassig unterhalten. Ja, wir haben ja also ziemlich stark aus verschiedenen Taschen gezogen. Ein bisschen Komödie, ein bisschen Lifestyle, ein bisschen grotesk, ein bisschen auf irgendwas hingezielt. Vor allen Dingen Spoiler-Alarm auseinandergenommen. Ja, den mag ich überhaupt nicht. Ja, oder die Nerdies, die alles besser wissen, 1000 Comics lesen. Über welches Buch brauche ich denn jetzt? Wenn man 39,95 für ein Buch einmal gelesen und dann in der Ecke. Nee, dann nehme ich doch lieber so einen Kopf hier über 79,95 zu kaufen. Bei mir kriegt er aber nicht. Ja, mal Amazon. Amazon beruhigt euch. Ich kaufe bei Amazon. Ich kaufe bei Amazon. Kauf nicht mehr bei mir. Ich bin Fachgeschäft. Jo, könnt ihr euch vorstellen? Die wissen nicht mehr, was ein Fachgeschäft ist, die Kinder. Ja. Onkel, warum hast du so viele Figuren? Ich finde das geil. Wenn die hier reinkommen und sagen, Onkel, warum hast du so viele Figuren? Ja, warum habe ich die wohl? Aber ist ja egal. Ja, wenn ich Sammler wäre, würden die nämlich zu Hause sein. Also, ich finde das stark. Also ich bin ein Fachgeschäft, keiner weiß mehr, was ein Fachgeschäft ist. Meine Kunden wissen jetzt nicht, warum ich so eine Puppe hier rumspiele. Ja, was haben Sie denn da? Manche kommen nämlich rein, weil mein Originalname ist nämlich AWA Movie, seit zig Jahren. AWA Movie, was hast du denn da wieder getrieben? Dann weiß ich also, der hat wieder einen Film geguckt. Dann kamen hier welche rein, aber ich finde das so toll, was du da machst. Und dann weiß ich halt, also es wird doch gesehen. Ne? Ja. Weil früher wusste ich es, wie wir das eigene Fernseher hatten, Uprom TV, Du bist TV, auf 98,5 Astra digital. Da hatten wir 6,8 Millionen Zuschauer, freue mich heute noch drauf, dass wir so viele hatten, aber war so. Du bist TV, du musstest im Internet, CeBIT 1995, musstest du nämlich dann irgendeinen anklicken, der dir gefiel. Umso mehr Klicks du hattest, kam es ins reale Fernsehen. Also wir haben so viele schon tolle Sachen gemacht. Und heute gibt es nur noch Facebook, Nerdies und Spoilers und Disneys und ist, ja, ist so. Es gibt keinen, doch, die gibt es noch, Dailymotion, Clipfish gibt es kaum noch, Seven Load, Kiwi, die schauen mich an, die wissen gar nicht, was das ist, und du, die Community. Ja, ist so. Das war so schön, du hattest deine eigene Website, in deiner eigenen Website hast du alles reingepackt. Wir hätten das wunderschön animieren können. Ja, du deine Website. Ich meine, dann hätten wir da was da aus, so richtig toll gemacht. Und jetzt machen wir hier eine Wahnsinnssendung als Zuschauer, belustigen die anderen Zuschauer, die jetzt Zuschauer sind. Wir sind Zuschauer und schauen euch zu. Aber ihr wollt uns dauernd was verkaufen. Ja, also Hammer. Echt dauernd. Ja, warum hast du das denn nicht gemacht? Und das Allerbeste, das sind die besten Sendungen, die sind so geil. Die haben so viel Ahnung von Disney, die sind schon Disney. Ja, ja, die sind schon Disney. Immer, ja, warte mal, was glaubst du denn, was Disney jetzt damit beabsichtigt? Bist du ja jetzt ehrlich, du weißt jetzt, was Disney damit beabsichtigt, sei ehrlich. Weißt du das? Nö. Deswegen, oh, die wissen es, die wissen es. Ja, da kommt er raus, da kommt er raus. Disney will uns da, so. Oh, echt? Stark, der hat so ein Knüppel los, so ein Knüppel hier los. Wir bahnen uns Kappe auf, aber der auch da draußen und Disney will uns da was verkaufen. Natürlich will Disney uns da was verkaufen, mein Lieber. Das ist das Einzige. Was Geld, ist das? Kann das sein, dass wir zu normal sind? Nein, wir sind nicht normal. Wir sind nicht normal, sonst würden wir hier nicht sitzen und schwitzen und unheimlich viel Spaß haben. Leute, jetzt seid ihr mal dran. Ich habe jetzt versucht, so lauter Style-Vorlagen. Jetzt kriegst du eine Wahnsinns-Style-Vorlage. Warum magst du 8? Weil Anschluss an 7. Warum magst du 7? Da ist er nämlich. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Da ist er nämlich. 7 hat keinen Anschluss. 7 fängt neu an. Ja, bin einer Schrotthändlerin. Da bin ich aber immer drauf hingewiesen, du dreckige Schrotthändlerin. Und die hat viel mehr Macht in der kleinen Finger wie du im ganzen Körper. Ja, ist so. Der hat sogar den Dennis Craig hingekriegt. Du. Der als Stormtrooper da, du dumme Schlampe, du dumme.
drückte die dann auf einmal war ruhig, schmiss dann das Ding weg, ich gehe raus. Ja, und sie war frei. Haha, dann schau mal. Einfach, über was sagt uns die Filme? Die Filme sagen uns, du kannst so klein sein, wie du willst, du kannst Hartz-IVer sein. Jawohl, Hartz-IVer in der Wüste bei Jakku. Merkst eine Kuh. Ja, aber egal. Ja, du vergisst ja der Kuh. Ja, ist halt so. Du kriegst doch eine Drittel, Viertel Ration. Und wenn du so einen kleinen, runden Körper hast, der sich BB-8 nennt, dann kriegst du natürlich ganz viel. Ja, ist halt so. Ja, ihr merkt schon, wir haben den Film gesehen. Wir haben uns den wirklich angeguckt. Aber bis zum Gehen nicht mehr. Ich finde das so toll. Da sind so viele tolle Schauspieler in diesen Masken. Ist kein Scherz. Also, der den Dicken da gespielt hat, da war ja auch alles Animation. Ne? War ja kein Kautschuk und so, nur Teil-Kautschuk und all solche Sachen. Ja, genau. Ja, der war der andere. Der war der hergelatscht ist. Nee. Simon Peck war der dicke, der auch bei Impact. Ja, mit den Rattieren, aber der ist mit Gummi. Rumeiern, ja? Superstars, die auch bei Star Trek rumgeeiert sind als Chekhov. Der Chekhov ist verstorben. Das ist hier der. Der Scotty. Scotty. Ja, Beam Me Up Scotty, der mit dem kleinen Gnom. Ne? Richtig. Genau, den hat der Original nämlich auch nicht gehabt. Aber egal, der hat nie gesprochen, nur kaum. Ne? Nur selten. Ja, da muss ich mal sagen. Also, ihr merkt schon, wir driften ab, weil es bleibt nicht aus. Wie ich bei 7 gesessen, in einem volldichten, wirklich volldichten Kino und eine Jungfrau neben mir saß und sagte, wie, J.J. Abrams, der macht doch Trick. Wie kommt denn der jetzt bei Star Wars? Ich fand es so stark. Ich finde es so stark, wie unbedarft einige in die Filme gehen und dann auf einmal merken, wie, verstehe ich nicht, was macht ihr denn da? Ne? Nachher habe ich gesagt, beruhigt die 101, da fällt einer. Und dann hat die mich angeguckt, wie der 101. Minute kam und da fiel wirklich einer. Warte, was ich gesagt habe, der dann ist denn? Aber ich fand das so stark, das hat so viel Spaß gemacht. Ja, aber manchmal kann man komische Sachen erleben im Kino, also das macht tierisch viel Spaß. Im Kino zu sitzen und zu schwitzen, so wie hier, oh egal. ja, also wir nehmen jetzt 7 und 8 zum Schluss nochmal kurz auseinander, weil wir uns mit Han Solo, weil Han Solo die Obermarke aller schlechten Tomaten, warum jetzt Star Wars stirbt. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, Star Wars stirbt jetzt, weil Han Solo so grottenschlecht war. Wir gucken uns an und fragen uns, was redet ihr eigentlich? Meine sehr verehrten Damen und Zuschauer, meine lieben Nerdies und ihr Besserwisser, wieso stirbt Star Wars 2? Genau, wisst ihr nämlich auch nicht. habt ihr die Stille gehört? Die ist immer noch still. Ja, ist so. Okay. Was hat euch an E7 gefallen? Nach 30 Jahren, wo ist das Imperium? Wieso haben die dieselben Flugzeuge? Wieso haben die dieselben Droiden? Wieso sind plötzlich Kinder geraubt worden, die zu Stormtrooper gemacht wurden? Aber die Uniformen sind geil. Das Plastik ist super, will ich im Motor mitfahren, ehrlich. Da will ich auch drauf vertrauen, wenn ich auf die Schnauze falle, ehrlich. Die Plastikteile von 77, die freuen mich heute, oder? Die sag ich ja. Ja, ist so. Ist egal. Aber wirklich, 7. Also, was ist euch da nichts aufgefallen? Also, Schrotthändlerin, wie gesagt, neuer Ball, BB-8, ist ein Ball. Jeder sagt es. Bei 8 fliegt er sogar in Höllentönen durch die Gegend. Das ist Kügelchen. Nee, da ist ein Kügelchen, aber da war ein Ball. Han Solo hat gesagt, Ball, geh mir auf den Weg. Ja. Ne? Also, der allerbeste war Finn, weil er muss ja Kräfte haben, der Teil fällt auf ihn. Da muss ja ein Leichtsprung sein, so ehrlich. Der BB-8 darf ja gar nichts wiegen, aber liegt auch nichts. Wie der aus dem Casino geflogen ist, liegt ja gar nichts. Aber. Oder wie der Kopf weggeflogen ist, nachher wieder dran, war auch so eine geile Szene. Also BB-8 ist unser neuer Clan, den brauchen wir. Ne? Ist klar, R2-D2 geht so langsam, wird ja ferngesteuert, ist ja keiner mehr drin. Ich fand nur stark, wie der immer vergessen wurde. Der muss ja nicht rausgeholt werden, der arme Schauspieler. aber war halt so in den 77er Jahren und ihr merkt schon, 4, 5 und 6 haben wir gar nicht gemerkt. Für uns war das 1, 2 und 3. Dann kam 1, 2 und 3, da haben wir uns gesagt, was war das denn? Die Liebesromanze eines Wahnsinns schwarzen Herrn. Ja, der immer am Röcheln war, ist plötzlich so ein Jungspund da. Obi-Wan Kenobi sagt immer, ich hasse das, wenn er es macht. Ne? Er so, raus da. Und all solche Sachen. Es waren nur 180 Drehtage, glaube ich. Der Rest war ein Computer. Also war die wenigsten Drehtage aller Zeiten da. Weil es ist ja nur grün gewesen. Die hampelten auch nur da. Und war so, in den ersten 77er Jahren waren es Holzplätze. Heute wird das ferngesteuert, das Licht und so. Wenn wir ehrlich sind, also ich, für mich sind das Filme, die mir Spaß machen. Sonst will ich hier nicht vor der Kamera sitzen und dann einen abzocken da, vor allen Dingen gegen Spoiler-Alarm. ich mache hier einen Spoiler-Alarm. Punkt. Vorspulen.
Hast du vorgespult? Gut. Spoiler zu Ende. Ja, ist so. Also, ich mag die Filme, weil das Filme sind, die mir Spaß machen, wo ich nicht denken brauche, weil nämlich nichts passt. Ist mir aufgefallen, da passt doch gar nichts. Ja, passt doch nicht. Ja? Obi-Wan Kenobi, der alte Herr da, der Weltmeister in Schauspielern, guckt, schaut, gedenkt seiner Kraft und lässt sich niedermähen und alles fällt und plötzlich ist er in der Macht. Luke, ich bin bei dir. Genial. Jetzt weiß ich auch, warum der Schauspieler damals nicht mochte, weil das war ein ernstzunehmender Schauspieler. Das hat er wirklich gesagt. Aber egal, ihr glaubt ja heute sowieso nicht mehr, was man euch so sagt. Elke Ness war, wie gesagt, der Schauspieler schlechthin. Vielleicht kann es sein, dass ich deswegen als Jugendlicher, weil man kannte ihn ja. Und ich weiß wirklich, ich frage mich heute, ihr beiden seid einfach unbedarft da reingegangen. Ihr fandet das Kino genial. Ich meine, das Kino fand ich auch genial. Erst ging es auf, dann wieder zu, dann kam die Frau. Habt ihr auch viel Eis gegessen, ne? Für den Markt damals. Kannst du dich erinnern? Ja, ne, viel Eis gegessen, ja. Ach, Langnese-Werbung. Genau, das fehlt heute alles. Guck mal, keine Langnese-Werbung mehr, keine Wahnsinns-Werbung mehr. Lukasfilm. Stumm. Es war einmal. Eine Galaxie. Stumm. Das ist jetzt redet, ist klar, sonst seht ihr das nicht. Ja, alles stumm. Alles stumm. Ja, und bei Rogue One ist euch auch aufgefallen. Kein Lauftitel. Warum gibt es denn da keinen Lauftitel? Ja, warum gibt's denn nicht? Tja, bei Spin-Off. Genau. Spin-Off kriegen keine Lauftitel. Frag mal nach. Han Solo, kein Lauftitel. Aber genial gemacht. Ja, ist so ein unsozialer Planet, der ist unsozial und so weiter. Und nachher? Han Solo. Ne? Genau, das war's. Und dann ging's los. Diesmal haben wir auch nicht von oben nach unten gefilmt, wie früher. Ne? Ging ja immer von unten nach unten oder so. Die ersten Filme, ist euch aufgefallen, ist da irgendwie so ein Schnitt gekommen, ne? Nee, so nicht gemerkt, wenn irgendwie so eine Musik kam, die beiden liefen da durch, also R2-D2 sind ja rausgekoppelt worden. War bei 8 auch. Hat er gemerkt, das war eine Fehlzündung, da war keiner drin. Ne? In Wirklichkeit war ja Finn und die anderen drin. Aber egal, ne? War auch wieder, nee, also Leute, das war Film, aber ihr merkt, man kann jetzt plötzlich durch die Nerds, man wird ja aufgeklärt, ne? Kann man jetzt ehrlich anfangen, dass er eine grüne Socke trug und keine schwarze, dass das jetzt, wie gesagt, dasselbe war, da hat sich ja auch was gelöst, ne? Ja, war nichts drin, ne? Eine Fehlzündung. Und da war noch R2-D2 drin und ein Dinges und die latschen dann durch den Dinges da und wurden dann niedergemäht und dann hat Obi-Wan Kenobi die gefunden. So schnell kann man Star Wars auch erfinden und erzählen. Ne? So, jetzt sind wir da angekommen, wo wir angekommen sind, 25.05.2018 bei Han Solo. Ja. Und der ist immer noch so. Das so. Ja, der so. Solo. Ja, erzähl mal, also, wir lassen ja, wie wir auch gesehen. Du kannst also auch nichts Negatives finden. Ja. Du findest auch ihn jetzt. Ich fand den auch nicht zu lustig. Der war nicht zu lustig, absolut nicht. Wir haben gesehen, dass Han Solo gelernt hat. Wir haben gesehen, dass Han Solo ein Straßenkind war, dass Han Solo verliebt war. Und dass es Han gar nicht, Han Solo hieß, sondern genau. Han. Han. Ja, er ist Han. Einfach nur Han. Ja, hat er. Und das Imperium hat gesagt, du bist Solo. Ja, du bist Solo. Gut, jetzt haben die beiden Regisseure, die das da geschrieben haben, schon gefragt, warum habt ihr denn jetzt nicht diese, da müssen wohl auch lustige Sachen passiert sein, er wollte ja unbedingt Pilot werden. Ne? Ja. Und da ist er ja rausgeflogen. Und dann war er bei den komischen Truppen da, ne? Kriegstruppen da aus dem Ersten Weltkrieg, so ungefähr, sah das aus. Und da lief ja auch eins, man weiß jetzt auch nicht, wieso der Bennett sich da reingeschlichen hat. Der Bennett hat sich natürlich reingeschlichen, weil er diesen Flieger da haben wollte. Richtig. Ja? Und mit diesem Flieger und der Lebensschuld, deswegen gebe ich ja auch immer das Ding hier hoch, ne? Also Lebensschuld, Lebensschuld, Lebensschuld. Aber Jar Jar Binks hatte auch eine Lebensschuld. Deswegen haben die, ja, Qui-Gon. Qui-Gon, ja, genau. Aber Qui-Gon war ja leider tot und deswegen war die Lebensschuld weg. Ja, Pech gehabt. Qui-Gon ist nämlich gestorben, nicht Obi-Wan Kenobi. An die Nerds gerichtet, die immer als besser ist. Ich habe ihn vorhin gelesen, das Qui-Gon Jinn, sag ich, was ist denn mit Qui-Gon Jinn, der ist schon lange tot. Ne? Und Obi, also, bei den Nerds hat Qui-Gon Jinn den Darth Maul geteilt, nicht Obi-Wan. Ja, echt, das sind Nerds. Ja, die müssen da als besser. Ja? Ne? Deswegen wiederhole ich mich, nein, stimmt nicht. War ein Fehler bei euch. Revidieren. Okay, jetzt lassen wir die Jungs mal zufrieden, die Zuschauer, die sich Nerds nennen, uns auseinandernehmen, weil wir nichts können. Wir können eine Menge und das haben wir jetzt bewiesen, würde ich sagen, als Zuschauer.
Han Solo hat mir alles gefallen. Ich hatte das große Vergnügen durch Zufall, so wie jetzt hier. Junge Männer kamen da, also ich war ganz alleine erst und habe mich schon gewundert, wo bleiben die anderen? Da kam dann eine ganze Truppe, so zwischen 30, 40, 50. Und der Letzte musste mal so einen Gag abreiten, wie er mich gesehen hat. Ich weiß eher auch aus, wie ich aussehe, aber kann ich auch nichts für. Sagte er, oh nee, nichts gegen Sie, aber kann dann nicht mal eine Frau sitzen? Immer bin ich da, ne? Fall ich da. Und so kamen wir ganz geschickt eingefädelt, muss ich sagen. Ne? Dadurch kam man nämlich dann ins Gespräch. Und das waren Top-Leute, die auch genauso wie die beiden hier absolut Ahnung von Star Wars hatten als Zuschauer. Und okay, das waren Püppchenliebhaber. Aber auch egal, und die haben auch erklärt, dass sie das in Amerika kaufen, waren aber keine Kundenträger, waren auch keine Cosplayer, das ist alles in meinen Augen Fiktion, tut mir leid, hast du schon mal einen neben dich sitzen gehabt? Nee. Hast du einen neben dich sitzen gehabt? Du warst gerade im Kino, oder irgendein Uniformierter? Gar keinen. Willkommen im Club. Mit 41 Jahren? Kein. Ehrlich nicht. Einmal, ja, einmal. Und so ein Lichtschwert. Da komme ich drauf, ein Lichtschwert. Ein Wahnsinnsteil, eine Neonröhre. Für viel Geld, für fast 1300 Euro, kaufe ich mir eine Neonröhre, damit ich dann irgendeinem so vor die Maske hauen kann. Genial. Spitzmäßig, aber die Preise sind spitze. Da bleibe ich doch lieber als Zuschauer vom Film sitzen und lass mich erfreuen. Besonders Han Solo. Also Han Solo wurde angepriesen durch Kennedy 2016, dreiteilig, also ein Trio. Deswegen wundert mich 2018, fast 19, es soll ein 3 kommen. Ich weiß nicht, was ihr. Ich meine, ihr lest doch. Ihr lest Comics, ihr lest Bücher. Das lest ihr nicht, ne? Das lest ihr nicht. Also, Mann, ihr müsst ja schon wieder lernen. Ja, leider. Ich kann mich nicht beruhigen, weil. Es sollen 3 Teile kommen. Ob nun der Überraschungsgast. Spoiler, Spoiler. Da, Maul. Wenn das Maul also kommt, als Boss. Jetzt frage ich euch. Ja, ich habe das Hologramm nur kurz gesehen. Hat er ja schon die Stahl? Yeah. Hat er noch? Stahlbeine? Wann? Ja. Stahlhacken waren da. Okay. Dann ist das. Weil. Darauf komme ich jetzt. Wir saßen jetzt da, gucken, hä? Was macht der denn da? Dann sind wir alle, ja, spielt er jetzt vor 1, vor 0, ist er 0? Ist klar, wir sind älter. Wir sind 30, 40, 50, 60, 70 Jahre alt. Wir sind keine Nerdys und denken drüber nach, dass wir hätten mal lesen sollen. Okay. Die Schwammbeiseite, meine lieben Freunde, ich weiß alles. Rebels sage ich nur 1 bis 4, kenne ich auswendig. Ich kenne auch Clone Wars 1 bis 5, auswendig den Spielfilm, auswendig und so weiter und so fort. Ich musste Tiere schlachen, wie der auf den Markt kam. Clone Wars kam auf den Markt, da kommen da so kleine Kinder rein. Als Darth Vader und Stormtrooper. Oh. Und da ich als alter Mann leider da etwas zu nahe gesessen, sag ich, was soll das denn? War die so erschrocken, dass ich schnell wieder weg war. Dass man dazu gesagt hat, man hat es ja immer versucht, ein bisschen zu cosplayern. Aber wenn so kleine Kinder da plötzlich da auftauchen, das tat dann weh, ne? Ist klar. Ja, muss ich mich entschuldigen hiermit. Dass ich so alt dafür bin. Ja, ist halt so. Ich mag ja Cosplay. Und so. Manchmal, ja. Also, höfliche Frage nach Leverkusen. Hast du irgendwie so mit Cosplay irgendwas schon mal entdeckt, an dir vorbeigelaufen oder irgendwie so? Ja, auf dem Japan-Tag. Ach ja, Entschuldigung, Japan, ist klar. Ja, Cosplay, meine Schwester rief an, die Kleine auch, war da in schwarzem Tütü und so. Da kenne ich mich, in dem Manga kenne ich mich jetzt nicht, kenne ich mich auch aus, da lüge ich, kenne mich ganz gut aus, auch mit dem Manga. Muss man nicht von links nach rechts lesen, dann vergeht da nichts. Der war mit den Büchern da, ne? Von rechts nach links? Ja, genau. Nach unten. Ja, leider, das kann ich nämlich nicht, aber er kann. Nee, ich auch nicht. Ja, genau. du in Bottrop, da irgendwelche Leute da, du hast den Moviepark in der Nähe, aber noch nie, gar nichts. Ne? Siehst du bei mir auch nicht, das sind so ausgestorbene Städte. Wie gesagt, er hat das große Glück, Japan-Tag, beziehungsweise Düsseldorf war er jetzt, ne? Japan-Tag, der war vor kurzem. Und da lief dann du also auch immer wegen Manga. Ich war jetzt vor 2 Jahren mal da und da lief mir halt auch so ein Kylo Ren rum und Darth Vader und Sturmtruppler und Boba Fett. Mhm. Ja. Genau, da sind wir. Das hat nämlich lange gedauert. Boba Fett zu kommen, warum eigentlich? Um zu sehen, dass der aus dem Sarlacc wieder rausgekommen ist. Ja, genau, ne? Genau, der hat ihn gerülpst. Ich weiß noch, wie er. Ne? Ja. Weil der Teil nämlich ihn explodiert war, hat er nämlich kurz gerülpst gehabt. Aber es ist egal, er ist rausgekommen. Ne? Vielleicht dreht die ja vor dem Rülpser. Kann ja auch sein. Ja, ist so. Ne? Ja, kann das sein. Also Papa Fett da. Bei den Rebels war er ja auch. Die kleine Acke, ne? Da war er am Ballern da und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen jetzt zum Ende. Und zwar, wenn man doch alles weiß. Old Republic. Wenn man alles weiß, ja, in
Universe, Universum, Galaxie, Rhabarberkirchen um die Ecke gebogen. Mandarianer, Chlorianer, Indianer, alle waren da. Warum sollen wir uns das eigentlich nochmal anschauen? Wollen wir nicht mal was Neues? Sag mal ehrlich. Was soll 2020 kommen? Eine neue Trilogie. Ja, was soll kommen? Was stellst du dir vor? Was möchtest du sehen? Was will ich sehen? Ja, das kann ich mir ja nicht vorstellen, weil ich ja keinen Kanon, Kanonist bin. Ah ja, genau, wir schieben die Kugel da nicht rein. Ne? Ist klar. Wir kennen die Mara. Kennst du Mara? Die rote Mara? Ja, ich hab davon gehört. Du hast davon gehört, dass sie die Ehefrau von Luke war. Ja, ja, ist klar, ey. Hast du Mara kennengelernt? Ja. Ich habe die tote Zora noch nicht kennengelernt. Ja, aber egal, aber die musste absolut. Ja, genau, da fand ich so stark. Also wie gesagt, das ist so aus dem amerikanischen Raum und so, die sind ja eh so unterwegs. Mara, sollte kommen. Oh, da ging die Post ab. Ja, Mara, dann suchen sie ein Baby. Also ein Wasserplanet. Alle haben keinen Bock mehr auf Revolution. Kylo herrscht mit Rey an der linken oder an der rechten Seite so ungefähr. Ne? Also wie gesagt, die Revolution ist vorbei. 5 Jahre danach, nach diesem Steineanheben von Rey, ne? Die konnte das nämlich. Das fand ich auch so stark, hast du zu sich selber gesagt, weißt du noch? Was mache ich denn jetzt? Ach ja, Steineanheben. Alle kommen raus, wer bist du denn? Ich bin Rey, dann kam das gleiche wie I know. Ich weiß, ne? Pock, das steht da irgendwo da hinten, ne? Pock, ne, Paul Dameron stand vorhin beim Auftritt. Ach, Paul Dameron, das ist auch so ein Schauspieler, der höflich gefragt hat, ob er bis zum Ende dabei sein darf. Finde ich stark, man muss nämlich Geld verdienen. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Auch bei Schauspielern. Ich bin gespannt, wo die anderen eines Tages landen. Mir taten die drei nämlich leid, außer Harrison Ford. Weil Luke und Carrie Fisher, wie gesagt, die Gelder liefen ja damals noch nicht so, 756 Millionen und so, war nicht gerade. Unter uns, Star Wars war noch nie der Hit, der Kassenschlager weltweit, war. Einmal jetzt, bei Disney, 2,2 Milliarden. Ich gehe nicht ins Kino, um als stolzer Wissender herauszukommen, dass der Film 1,1 Milliarden innerhalb von 3 Tagen gemacht hat. Gehe ich nicht ins Kino? Ich nicht. Du? Ja, ne? Du? Ja, wir gehen ins Kino, weil wir unterhalten werden wollen. Wir machen solche Sachen, weil wir Spaß dran haben und nicht, dass jetzt nur 3 zugeguckt haben. Ihr müsst nämlich, ihr vergesst nämlich immer zu liken, du auch. Ihr müsst liken, ihr müsst euch selbst liken, ihr müsst die Dinger nach vorne bringen, damit die Leute kommen. So funktioniert das da bei YouTube und Co. Das ist halt so. Ne? Also nicht vergessen zu liken. So, ihr werdet... Keine Ahnung, wie viele werden das gesehen haben? Komm, schätzen wir mal hier. 3? 5. 5, ne? 8. Also zwischen 3 und 5 und 8 haben gesehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde es toll, dass ausgerechnet meine Kunden das geguckt haben. Nein, haben sie es nicht. Nein, die haben es nicht. Ich habe einigen Kunden gesagt, dass wir so einen Blödsinn heute machen, weil das Studio halt dadurch heute besetzt ist. Weil ich viele Kunden habe, sagen wir, können wir nicht. Nee, heute konnten sie nicht. Also auf Deutsch, aber auch heute aufs Geld verzichtet. Es hat mir aber so viel Spaß gemacht, mit euch, wie gesagt, so eine Sendung zu machen. Leider erst im nächsten Jahr wieder. Zwischendurch können wir irgendwelche Plots machen. Da denken wir uns aber aus. Da machen wir nicht so Wahnsinnsgedöne hier. Haben wir jetzt schon vorbereitet, wie ihr seht. Was aber rausgekommen ist, das sehen die beiden jetzt gerade eben, meine sehr verehrten Damen, haben die beiden gerade gesehen, was ihr hier gerade gemacht habt. Geil, ne? Ihr aber auch. Aber nicht so wie die beiden. Aber die beiden, die waren spitze, da freue ich mich jedes Mal drauf, wenn die wieder vorbeikommen. Wie gesagt, zu weit weg. Ich kann nicht sagen, komm, hast du mal eben Lust, so einen, so viel Spritze man nicht. Das soll schon was bringen. Also es freut mich wirklich, du bist wirklich 100%iger Film. Welche Filme schaust du denn? Jetzt machen wir so einen Schluss. Ja, jetzt sind wir nicht mehr so bei Star Wars, sondern sind wir jetzt wirklich, was schaust du seit deinem 8. Lebensjahr nicht nur Star Wars, Galaxy, Star Trek, sondern? Ja, nun auch. Was wir auch alle gucken, okay. Action. Ja, warum fahre ich eigentlich? Jetzt kommt er. Nur Liebesschnulz. Da wäre ich jetzt hier aber umgefallen. Nein, macht er nicht. Du auch nur Action. Ne? Wir drei schauen Actionfilme. Wir drei waren in Star Wars am 25.05.1977. 7, 8 und 17. Danach haben wir geschwitzt und gemacht und getan und uns unterhalten wie die Weltmeister. In Leverkusen irgendwo, keine Ahnung. In Bottrop irgendwo, keine Ahnung. Ich hier in der Stadt Essen. Keine Ahnung. Aber war so. Und dadurch sind wir dann da so... Also ich habe noch nie Püppchen gesammelt. Werde ich auch nicht. Ich habe noch nie so gebastelt. Ich mag auch keine Eisenbahn basteln. Ich bin Filmfreak, bin ich ehrlich.
Wie diese Zeit war, wie alles kam, Kino und so, war ich ein VHS-verschlingender Kassettenkäufer. Ich habe weit über 4 Stunden Film, ich habe aufgenommen bis zum Gehen nicht mehr. An dem Tag, ich als Jugendlicher, kein Scherz, habe ich ein Vega-Gerät bekommen. Nannte man, muss ich irgendwo nachdenken, wie das Ding hieß, vorher hieß der VHS. Den Vorreiter da, die Megakiste da. So ein Riesenteil, kein Scherz. Ich habe extra Fernseher ausgelassen, obwohl ich es hätte gucken können. Habe es aufgenommen, um am frühen Morgen es mir dann anzutun. So bekloppt war das. Das waren die ersten Geräte, ja. Die ersten Aufzeichnungsgeräte. Ich war immer 70er, 80er Jahre, wie der C64 kam. Hat mich jeder gefragt, wenn ich denen die Videokassetten gegeben habe, wer hat das denn gemacht? Da habe ich immer gesagt, da wo HF ist, kommt auch HF raus. Und bei einem Videorekorder geht auch HF rein. Und wenn man eine sogenannte Overlay-Karte hat und wenn man einen sogenannten Amiga-C64 hatte, konnte man dadurch schöne Sachen machen. Und wenn man mit Rob Hobart zusammen war, der nämlich so ein Künstler war mit Tockensprache, konnte man nämlich viele lustige Sachen machen. Durch die Overlay-Karte konnte man genauso das machen, was ich jetzt hier gemacht habe, denn die beiden wissen noch gar nicht, was ich gemacht habe. Aber jetzt wisst ihr, weil sie jetzt ja jetzt sehen, wissen sie, was ich gemacht habe. Habe ich also in den 70er, 80er schon gemacht mit dem C64 und vor allen Dingen mit dem Amiga. So, und dann hast du auch schätzungsweise viele, und du auch, Serien gesehen früher? Serien, so Animationsserien so? Also nicht nur Sesamstraße, sondern... Ja, gut. Ich hatte Captain Future zum Beispiel. Captain Future. Transformers auf Sky. Genau, ja. Ghostbusters. Ja. Ja. Und dann die ganzen anderen Anime-Filme, die da früher liefen, die da verboten wurden. Wir wurden damals schon erzogen. Also, Spoiler-Alarm. Wir wurden früher schon erzogen. Spoiler-Alarm, bitte vorher spulen. Ist klar. Also wir sind erzogen worden. Wir haben also Zeichentrickserien gesehen. Wir haben richtige Serien gesehen. Wir sind mit den Treckern, die heißen ja heute Trecker. Ne? Ne? Nicht mehr Dreck, nein, das war Dreck. Deswegen verschwanden die 79, jetzt sind es Trecker. Ja, und die Trecker mit ihren neuen Trecker-Filmen. Hast du ja auch alle gesehen? Nein. Du alle gesehen? Kinofilme. Ja, genau, die Trecker-Filme. Nee. Von J.J. Abrams. Ja, die habe ich gesehen. Aber es ging um die alten Trecker-Filme, die machten ich nie geschaut. Ja, die labern so viel. Ne? Ja, die Synapse an der untersten Stelle müsste dann synapsisiert werden, weil daran vielleicht der Multikulator, das war halt stundenlang. Ne? Da komme ich, Babylon 5 war noch gut. Der wurde nämlich mit Amiga gedreht. Gemacht. Deswegen fand ich das so stark. Also Computer, wie der Allergie, also. Wir stottern jetzt extra, damit ihr nämlich unten drunter schreibt, was man da alles so gesehen hat. Nach Star Trek und Sesamstraße. Ja, und Captain Future, warte mal, den anderen. Miss Chavel, es gab so eine tolle Serie da. Buck Rogers, genau. Buck Rogers mit dem Ding, 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 Ding. Ne, das waren auch so tolle Sachen. Und dann Galactica. Galactica auch. Das schwarze Loch. War auch von Disney. Korrekt. Ja. Korrekt, Klassiker. Maximilian Schell. Ja, genau. Den habe ich auch. Ganz alter Film. Ja, den habe ich aber alles da. Alles da. Ich bin ja Filmfreak und ich habe auch alles da. Können wir auch, wie gesagt, im Notfall mal anschauen. Den wollte ich mir schon nach langer Zeit echt mal wieder angucken. Ja. Aber der ist bestimmt so grottenschlecht, wenn man sich den jetzt anguckt. Ich habe mir angeguckt. Nee. Ne? Nö. Die grottenschlechtesten Filme, die habe ich gerade noch nicht erwähnt. Die kommen jetzt zum Schluss. Spoiler-Alarm! Und zwar die Caravan der Evox, beide Teile. Ja. Die sind noch eingepackt auf DVD. Ich war im Kino, musste raus. Ging nicht, klappte nicht. Ich weiß es nicht, das war ich schon zu alt, waren Kinder, waren also Püppchen so mit den spitzen Ohren. Ne? Ich kann mir vor wie in der Sehnungsstraße, aber egal. Ja, oder lag an den Schauspielern, es waren ja nur Kinder, die da gestrandet waren. Die Karawane der Helden da, E-Books, ja, das war schon hart. Hat in meiner Turbogrenze von Star Wars, also das hat nichts. Das hat ja wohl nichts mehr damit zu tun, oder? Doch, war Star Wars. Ja, war knallhartes Star Wars, man mochte die E-Books. Man wollte diese E-Books nach vorne bringen. Ja, also das finde ich auch so stark. Hier hat einer wirklich E-Books nachgebaut, die wirklich genial ausschauen. Da schreibt einer drunter, ja, an sich mag ich ja das Baby. Anscheinend sich so erfreuen, dass da einer. Evox, weißt du, für, mein lieben Freund, wisst ihr überhaupt, was das für eine Arbeit ist, so ein Tier herzustellen? Also ich kann das nicht. Ja, und dann sagst du, ja, aber ich hätte gerne das Baby.
Ne? Oh, herrlich. Meine lieben Kunden verzeihen mir. Mann. Okay. Wie gesagt, wir haben uns heute getroffen aus der Community Star Wars Wohnzimmer. Wir sitzen hier im Wohnzimmer und schwitzen uns einen weg, weil das Wetter haut einen rein. An sich ist hier immer kühl, aber hier sind so viele Strahlen, die uns hier richtig... also wenn wir gleich rauskommen, sind wir mehr braun, wie wir vorher reingegangen waren, war weiß, aber egal. Okay, nein, es sind kalt leuchten, hier ist nichts warm. Hier macht uns auch keiner warm. Emotionen sind das schönste Geschenk. Das haben wir uns so auf die Fahne geschrieben. Der Spoiler-Alarm, der klebt mir so im Gehirn. Der hört gar nicht mehr auf. Ich höre nur das Piepen. Alarm. Ach, herrlich. Das macht dich fertig. Das hat so immer, ich glaube, deine Pillen lassen. Ja, meine Pillen lassen. Die Jungs haben mir gerade welche reingepfiffen, aber jetzt ist es vorbei. Du brauchst nur einen Kaffee, ne? Ja, genau. Also, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es sollte locker vom Rocker. Wir sind jetzt nicht Disney, wir haben von Disney überhaupt keinen Plan. Weißt du überhaupt, was Disney vorhat? Habe ich vorhin schon mal gefragt. Disney hat vor, Geld zu machen. Disney hat mit Geld verdient. Ist so ein Spoiler, das ist Wahnsinn, du. Warum hat Disney Star Wars gekauft, um das kaputt zu machen? Boah, die Schraube war jetzt so locker, du. Du musst sie gerade nachziehen, weil. Also, wenn ich was kaufe, ja, bestimmt. Weil ich ja nur alleine haben will, weißt du? Und dann gebe ich da auch 4 Milliarden dafür aus. Ey, Hammer! Okay, bin ja genauso doof. Weil ich gebe hier 80 Euro für aus, um dann stundenlang hier vor mir zu halten, auf mich zu stülpen. 80 Euro, um dann in die Kamera zu halten. So teuer ist das Ding. Amazon Spoiler-Alarm. Könnt ihr nämlich alles bei Amazon kaufen. Braucht ihr gar nicht fragen. Ihr müsst doch nicht hier ein Fachgeschäft. Leute! Fachgeschäft, da draußen steht, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind ein Fachgeschäft, aber die fragen mich wirklich, Junge, warum hast du so viele Püppchen? Ich finde das so geil. Die Sendung hier, ne? Die machen wir nur aus Spaß. Nur aus Spaß machen wir die, weil wir kein Geld verdienen wollen. Und da haben wir zum ersten Mal die Wahrheit gesagt. Wir haben nämlich uns getroffen und nicht gesagt, immer, wir drehen jetzt einen Film, um Kohle damit zu machen. Wir hauen jetzt die anderen, die Kohle damit machen, hauen wir jetzt raus. Die schmeißen wir jetzt raus. Spoiler-Alarm, weil wir schmeißen euch jetzt raus. Wir wollen jetzt an euch appellieren, diese Sendung mit Like zu manifizieren, drauf zu drücken, geil mehr aufzuhören. Ich werde jetzt gleich irgendeinen Bastler anrufen, der soll 1,5 Millionen Klicks einsetzen und wird sagen, hey, hast du diese erfolgreiche Sendung gesehen? Und ja, dann macht Bing und dann kommen... Ja, dann wäre Influencer. Ja, dann so leicht wird man Influencer. Ja, genau. Ne? So schnell geht das. Nein, dann wäre reich. Das ist plötzlich immer reich. Wie die anderen. Ja. Oh Mann, so erfolgreich. Mann, sind die erfolgreich. Wahnsinn. Die nächste Sendung wird eine Live-Sendung. Dann sind wir noch erfolgreicher. Ja, ist klar. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Ciao, Bella. Mach aus. Ist vorbei. Ja. Was, die sind immer noch da? Ja, die sind immer noch da. Die gucken immer noch zu. Muss man reinziehen. Immer der Nachspann. Wir sind nicht hier bei Marvel. Bei Marvel kommt noch was. Da muss er sitzen bleiben. Bei Star Wars könnte er aufstehen. Ist kein Scherz. Aber genau. Könnte er aufstehen. Ehrlich, könnte er aufstehen. Hab ich auch immer gemacht. Ja? Wirklich. Weil ich habe doch jetzt nicht gewartet. Ich weiß doch ganz genau, dass bei Star Wars nichts mehr kommt. Außer der Abspann. Kaffeepause. Wiedersehen. Nee, aber... Zum Schluss noch, wir sind ja noch da, ne? Ihr seid ja auch noch da. Diese Jungs, die da gesessen haben, in meinem Alter, habe ich wirklich zum ersten Mal, wirklich zum allerersten Mal, bis zum Schluss, bis das Licht wieder anging. Und dann ist uns auch aufgemacht, wir hatten wirklich so viel Spaß wie mit diesen beiden. Wir haben wirklich philosophiert über Star Wars. Das hat so viel Spaß gemacht, wie gesagt, bis zum Schluss. Und dann haben wir uns angeguckt. Ach ja, da kommt ja nichts mehr. Das fand ich so total, deswegen kam ich jetzt darauf. Und wie gesagt, bei Marvel wusste ich das ja nicht. Ich bin immer so ein Typ, der aufsteht und geht. Bis ich dann gemerkt habe, zu Hause, ey, da kommt ja noch was. Deswegen habe ich auch Galaxy auch wieder bis zum Schluss da mit I'm Crooch. Ist auch Schwachsinn, oder? Ey, hier, I'm Crooch, könnte man sagen, anstatt ich, Chewbacca. Ne? Ja, wenn es auch. Ja, Marvel ist irre. Disney ist total irre, weil mit Marvel verdient Disney. Disney ist doch scheißegal, ob Rogue One kacke war oder nicht. Hört doch auf mit dieser Philosophie da. Wir bleiben jetzt. Es hat aber noch nie einer darüber gehatet, dass Disney Marvel ausbeutet, oder? Genau. Es ist immer nur, Disney möchte nur melkt die Star Wars Kuh. Habe ich noch nie gehört, dass Disney ja nicht die Marvel genau.
Also ich hätte mal eine Marvel-Sendung machen müssen. Die hätte immer, die wäre gekommen ohne Ende immer. Jetzt machen wir Marvel-Sendung. Wir machen eine Marvel-Sendung. Genau. Wir haben ja gar keine Ahnung. Ich habe kein Comic gelesen, ich habe kein Buch gelesen. Okay. Hab der Spider-Man nicht da draußen hängen, der da hängt. Oh, egal. Die Kinder werden ihre. Hab ich nicht. Ich bin damit der Scheiße groß geworden. Wollen wir mal gesagt haben. Ich finde Lee nämlich so super. Auch jetzt hier bei Infinity, wo wir den Busfahrer da gemacht haben. Also, Hammer. Oder bei Galaxy, wie er da in dem Kosmos saß, den Leuten da einmal erzählt. Ey, bringt mich keiner nach Hause. Ich war da so stark. Das gibt's bei Star Wars nicht. Das wäre toll gewesen, wenn zum Schluss irgendwo George Lucas gekommen wäre. So dick wie er war. Und hat er euch gefallen? Hey, können wir den nächsten drehen? Cool. Das wäre da was gewesen. Meine lieben Freunde, ihr Hater. Wir machen einen Hater-Film. Ey, gibt so viele Hater. Dann macht es so viel Spaß, über euren Hass einen Film zu drehen. Jo. Ey, da ist einer, der hasst. Und wie der hasst, der hat sogar ein T-Shirt an, da steht drauf. Hangover Kennedy. Kein Scherz. Ein Amerikaner. Und sitzt da dann da. Ja. Und dann fängt er an. Da ist Star Wars wieder ausgebeutet. Disney macht Star Wars kaputt. Das ist nicht mehr ein Luke Skywalker. Diese Memme da. Ja, da sitzen die da. Boah, das ist ein Spider-Man, so ein armer Kerl da mit seinem Papa Iron Five da kaputt geht. Da sagt keiner was. Nicht? Doch, die Kinder haben geheult. Doch, meine Kunden haben geheult. Die muss ich beruhigen. Boah, hier war was los. Das kann doch nicht sein. Sogar die Mama, also eine sehr nette Kundin, auch gebildet, deswegen zitiere ich, gebildete Menschen zitiere ich gerne. Ne? Die Hater nicht, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, nein. Ich sagte auch, also wie können die das machen? Das ist ganz einfach. Nachher habe ich ihnen erklärt, da kommt die Marvel, weil jetzt gerade läuft ja wieder, da haben die auch gefragt, weil der Vorspann kam, Ant-Man with Wasp, also mit der Wespe. Und die Wespe hatte auch Schießeimer gehabt, also die konnte schießen. Spoiler-Alarm, der Film lief ja noch nicht. Die Wespe kann schießen, da sagte er, wie, hast du mir nicht eingebaut? Dann sagte er, natürlich habe ich das eingebaut. Warum hast du mir denn nicht gesagt? Ne? Ah, herrlich. Oder das Haus verschwindet dann mal eben als Rucksack. Also genial. Riesen Hello Kitty Pets. Warte, ne? Oder, Spoiler-Alarm. Oh, das Beste war, wie er flog und dann größer wurde. Das Auto. All solche Sachen. Okay, Marvel ist Spaß. Marvel macht Spaß. Seht ihr, sind in der nächsten Sendung, könnt ihr direkt sitzen bleiben. Heute kommt die Marvel-Kiste ohne Spoiler, weil Marvel kann man nicht spoilern. Das ist so, Hulk ist Hulk, Thor ist Tori und so weiter. Ja, genau. Wir müssen rückspringen nach Jedi. Ist das jetzt eine Religion oder nicht? Sind die Jedis Religion? Ist das eine Religion? Normal nicht. Nur in Australien, ja, da haben sich welche zusammengetan und haben daraus eine Jedi-Sache gemacht. Die haben dann auch bei der Volkszählung gesagt, so und so viele Jedis sind sie. Haben auch eine Jedi-Kirche, fand ich super toll. Australier sind manchmal sehr witzig. Was waren denn da noch? Ah ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte, das ist jetzt ernst gemeint. In der Schweiz gibt es wirklich Satanisten, die nennen sich Sith. Sith ist ein Sith-Orden, ziemlich junge Spunde. Die da eine sogenannte CIS-Nachrichtensendung bringen und die meinen das ernst. Zuerst hätte ich gedacht, das ist so ein Spaß wie wir. Nee, die meinen das ernst. Das sind waschechte Satanisten in der Uniform von CIS. Star Wars, könnte man sagen, hat ja nun mal Hass, Liebe. Deswegen habe ich auch das Schild Hater and Lovers. Haters and Lovers. Weil es ist so, einige lieben Star Wars und einige hassen Star Wars. Und dann gibt es die Truppe, die neue Truppe, die hasst Disney, ihr Vollpfosten, ihr kriegt den Vollpfosten. Wisst ihr auch, warum ihr den Vollpfosten kriegt? Ganz einfach, weil Disney alles gehört, ihr Pfeifen. Karibik, Dinge. Ne? Vorhin schrieb mir einer, nein, Walt Disney ist gestorben mit Walt. Genau, Walt Disney ist gestorben, deswegen ist Disney gestorben mit Walt. Und die andere hat deswegen heißt es ja auch nur noch Disney. Ja, genau, Disney Company und so. Und das Allerbeste war, da schrieb mir eine Watt. W-A-T-T. Sei mir nicht böse, ich habe zurückgeschrieben, welche Voltzahl hättest du denn gern? Ja, also, was ist was? Ne, also, ich weiß nicht, welche Ausleuchtung jetzt ich dir da geben soll. Also, komm mir bitte nicht mit Watt und Dat und was weiß ich nicht alles. Darauf habe ich keine Antwort, weil das sind alles so Sachen, mathematische Rückfolgen, da habe ich keinen Traum. Kennt ihr Sword? 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 Sword. Sword. Siehst du? Old Republic, alte Geschichte, PC-Spiel.
Genau, das ist alles. Merkt ihr? Das ist totale Vermarktung. Ja. So, deswegen können wir nicht mithalten. Wir sind eine Filmtruppe. Wir mögen Film, wir reden über Film. Wir haben jetzt so viel Klamauk gemacht. Warum? Weil ihr Han Solo abgeschossen habt. Nach 41 Jahren, meine Fresse, ihr habt überhaupt nicht gemerkt, 25.05.1977, 25.05.2018, ey Leute, das hätte euch, wow, nach 41 Jahren kommt Han Solo, geil, da muss ich rein. Aber nein, ihr schreit ja nur Spoiler-Alarm. Disney ist doof. Alles ist nur, Disney möchte die Star Wars Crew melden. Genau, die Star Wars Crew. Wie sieht die eigentlich aus? Wie sieht die Star Wars Crew überhaupt aus? Die Star Wars Crew, die ist nur noch ganz dünn. Habe ich jetzt mal ein Bild gesehen. Ach ja, richtig. Ja, dann kam nämlich Mickey Mouse mit den ganzen Eimern. Ja, genau. Mickey Mouse haut Star Wars raus. Genau. Okay, da, okay. Wirklich zum Schluss. Da hatte ich wirklich Panik gehabt, bin ich ehrlich. Weil ich da so dieses Marketing gesehen habe. Diese Star Wars Vögel. Ich muss mich ja immer, ich bin ja Händler und so, wollte ich nichts mit zu tun haben, diese Star Wars Vögel, ne, die da kamen. Eine Flieger hat uns besucht, egal. Also wie gesagt, Star Wars Vögel mochte ich da nicht, ich glaube, man sieht man auch nichts mehr von. Hör mal, ich merke auch an eurer Reaktion, dass es nicht mitbekommen hat. Ja, kam so die Star Wars Vögel. Star Wars Vögel? Ja, das ist Star Wars, ging alles mit Star Wars. Und suche ich euch raus, mal gucken, ob ich das finde. Welche Vögel? Es waren Vögel. Also Star Wars, und Darth Vader und so. Du meinst Angry Birds oder was? Genau, Angry Birds! Hab ich auch gespielt. Das war jetzt ein Herzstich. Spoiler. Ja, Angry Birds, das waren ja auch Star Wars. So. Dann die Freemakers, die ich euch halt nicht angetan habe, mir gefällt es, es ist spaßig. Ich muss mich auch hin und wieder mal ablenken oder so. Kann sein, dass ich wirklich mal wieder Fernsehen anmache. Ich gucke keinen Fernsehen, weder ARD, ZDF, tut mir leid, ich mag euch nicht. Und WDR, wo ich herkomme, Dritter Hagen, ist lange her, 79, ihr seid eh alle alt. Das wisst ihr, alle um die 60, WDR, schwer konservativ und so. Deswegen käme solch eine Sendung auch gar nicht mehr ins Fernsehen. Deswegen waren wir bei Ultra HD, Web TV, bei Uprom TV, Du bist TV und der 98,5 Ost Astra. Ja, kannst du alles nachgucken, brauchst du nur gucken. Geh auf 98,5, dann siehst du da Uprom TV. Aber kein Bild, weil wir senden nicht mehr. Ja, schade. Also manchmal jetzt, also CeBIT 1995 hat das hier alles ermöglicht. Wirklich. Und es ist jetzt so zerrissen worden. Nur noch Kapitalismus, ja? Nur noch Spitzen, wo ihr hinhört, die da zahlen und machen und tun, einen dicken, fetten Knopf im Ohr haben, die Mütze quer haben, die uns einen erzählen, wie die Welt wirklich läuft, warum, wieso, weshalb. Da frage ich mich, warum bin ich eigentlich 60 geworden? Warum ist er 50 geworden? Warum ist er 50 geworden? Sag ich jetzt mal. Sind wir nicht, aber. Ja, ist doch so, oder? Fragst du mich manchmal auch, wenn du so Star Wars Kommentare liest und so. Ey, was geht denn da? Du hast doch bei mir auch gesehen, wie ich da angemacht bin. Du hast doch selber da so ein Lachzeichen reingemacht. Ne? Ist das so? Er sieht doch selber, wie ich manchmal angegriffen werde, wenn ich da irgendwas reinhaue. Wenn plötzlich die Zahl da oben von 1.199 plötzlich nur noch bei 1.100 ist. So, bim, 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 bim. Ne? Oder wie die erste Sendung. Hat er mich direkt angerufen. Hey, was ist denn bei dir los? 75 Japaner. Bim, 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 bim. Ja, das kann sein. Mein Leben. Bei Wong Hing Chang Wang Bing, keine Ahnung. Das ist Yuji, ein Top-Kerl aus Leverkusen, glaubt mir. Kannst du noch Japanisch sprechen? Wie gesagt, das ist ein Italiener, waschechter. Ich bin waschechter Deutscher, spreche auch Deutsch. Und er ist Italiener und spricht auch kein Italienisch. Aber ihr wisst, wir sind drei Nationen und haben uns jetzt wirklich über die amerikanischen Nationen hergemacht. Denn Star Wars, Krieg der Sterne, ist ein Produkt der Amerikaner. Wo auch Toy R Us jetzt mittlerweile in Kurs angemeldet hat, weil keiner mehr Püppchen kauft. So sieht's aus. Ihr seid selber schuld, ihr Hasser, ihr Spoilerträger. Ne? Genau, wir machen einen neuen Karneval auf. Jeder muss einen Spoiler tragen. Ne? Oder einen roten Nimmerkin oder so. Ja, ist so. Weil nach dem neuen Datenschutzgesetz muss ich die beiden jetzt maskieren. Ja, ist klar. Maske auf. Wir müssen uns einfach nur fragen, ob wir gezeigt werden dürfen oder nicht. Ja, wir sind gezeigt, wir haben es gezeigt, wir sind offen, wir sind öffentlich. Das ist nämlich unsere Sendung, nicht meine Sendung. Unsere Sendung. Denn er hatte mich mal gefragt, ich hatte immer solche Ideen, aber er hatte mich gefragt, sag ich, hör mal, das trifft genau den Kern, Volltreffer, lass uns das machen, so ist das entstanden. Jetzt kommt's. Da kam dieser junge Mann durch die Tür, sag ich, weißt du wann, wir wollen an sich drehen. Bis herzlich eingeladen, mach mit. Und so ist die erste Sendung entstanden. Hier ist offiziell die zweite
Sendung entstanden, die verdammt lange ist. Die andere habe ich nämlich gekürzt, weil ich dachte, die ist zu lange. Aber die habe ich jetzt knallhart und deswegen dauert das leider. Im Januar, nee, nicht im Januar. Im Juni, Juni könnt ihr sehen, denn heute ist der letzte Tag im Mai. Und wir waren alle gerade, genau, wir sind alle frei. Wir haben Vatertag. Nee, haben wir nicht. Happy Leiche haben wir da. Happy Kadaver. Froh Leiche. Ich musste meinen Italienern hier nebenan auch solche Schilder drucken, dass sie ab gleich aufhaben, 15 Uhr. Vermute, dass es so spät ist. Wir wollten um 12 anfangen, aber egal. Wir hauen uns jetzt ganz gemütlich ein Käffchen rein. Wir trinken, wir essen. Ich räume nachher auf. Fange dann an zu schneiden. Ach ja, habt ihr jetzt gesehen, weil ich geschnitten habe, Entschuldigung. Ich sitze gerade vor der Kamera, merkwürdig, ne? Jetzt sitze ich nicht mehr vor der Kamera, sondern schaue zu. Gell? Ist Hammer, ne? Krass. Ist das krass? Wie fühlen sich nämlich Schauspieler? Schauspieler sitzen an einem Set, ja? Ja, ist so. Machen da alles Mögliche. Hauen sich die Gelder rein. Schaufel, bist auch schon reich geworden. Ja, du auch, ey. Schaufel rein, ja? Und dann auf einmal auf der Bühne. Ich muss ehrlich sagen, ich habe von Star Wars gar keinen Plan. Was? Ja, echt? Hat Daisy wirklich gesagt? Ja. Muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt 24, ich bin jetzt erst seit 8 Jahren im Beruf und rechne mal aus da, ja? Oder jetzt hier die, jetzt habe ich leider ihren Namen. Emily Clark. Emily Clark, genauso. Die war sowas von, die war so, hat sie auch nachher zugegeben, was hier abgeht. Die ganzen Typen und so, die wusste ja gar nicht. Die ist ja nur groß geworden mit Altklamotten und was weiß ich nicht alles. Und ihren Drachen. Und ihren Drachen. Ihren geliebten Drachen ist sie groß geworden. Ja, und jetzt auf einmal war die da in so einem Wahnsinnsgewuseler und hatte dann so einen als Freund. Ne? Fand ich auch so stark. Kennt ihr noch die erste Szene? 1977? Wer war es? Lea. Kennt ihr noch die Szene? Ich glaube 2018 war es. Wer war? Lea war es, genau. Umarmt den Chewie. Ach, herrlich. Schon mal gut, dass C3PO nicht hier war. Ne? Also wenn der jetzt hier gewesen wäre, der uns immer, was war denn Mensch, Druidenkontakter, ne? Ist klar. Dann hätte er uns einen erzählt, warum hat er so einen roten Arm gehabt bei 7? Das hat man bis jetzt noch nicht rausgefunden. Ne? Ja, doch. Weil es gibt ja Nerds. Jetzt, meine lieben Nerds, ich danke für das Comic. Also, der kleine goldene Mann ging da durch so einen Wald entlang und dann kamen so Schlingpflanzen. Und die Schlingpflanzen haben ihm den Arm abgerissen. Ne? Und den haben sie ihm nicht mehr wiedergegeben. Und jetzt wollte er nicht mehr ohne Arm durchgegeben, sondern hat sich den ersten gegriffen, den er hatte, und der war rot. Oh, jetzt ist das auch. Super. Warum der rot war. Cool, ey. Ja. Hätte man an sich bei 8 aufdecken müssen. War der überhaupt dabei? Ja. Hat mir so gar nicht aufgefallen. Doch, der hat auch Luke gesagt, oh, Master Luke. Und er. Ach, die paar Sekunden. Die da war ja nur das Gesicht und dann. Ja. Aber ich fand stark, wie sie den geändert haben, ne? Wie er da so richtig aufgetaucht ist, so glatt rasiert, nicht mehr alt ausschaut, so richtig jung, nur von 60 auf 40 getrimmt. Und dann haben sie den niedergebombt bis zum geht nicht mehr. So bekloppt ist nämlich auch die erste Ordnung, denn die Imperialisten waren genauso bescheuert. Wer ist denn von euch Imperialisten? Immer. Genau, ich werde immer angegriffen von der ersten Ordnung. Ja, die greifen wir immer an. Ne? Ja, natürlich bin ich ein Rebell. Merkt ihr eigentlich nicht? Ich bin ein Rebell, aber bin viel rebellischer, wie ihr euch vorstellen könnt. Oh, ja, ich bin sogar die Merkel auseinander, wenn ich Zeit habe. Aber heute habe ich erst einmal den Lindner einen erzählt. Warum er mir die Antwort gibt, weiß ich noch nicht. Aber egal. Weil ich will da einiges wissen. Aber egal. Aber wirklich, das war doch immer. Ihr merkt doch, Star Wars macht so viel Spaß. Gut, ich bin jetzt ein Kameraist, also ich bin einer, deswegen die beiden Jungs haben das noch nicht kennengelernt, aber das werde ich aus den beiden auch noch rausholen, dass die Lust haben, vor der Kamera richtig Gas zu geben. Spoiler-Alarm. Wir kommen aber nicht dazu. Ja, ganz einfach. Und wir sagen ein, zwei Worte, ja, und dann geht es gleich wieder BAM! Ach herrlich, ja. Das wollte ich nämlich. Das ist die nächste. Okay, erzähl, leg los. Ah, hau rein. Nee, jetzt nicht mehr. Nein, ich kann nicht mehr. Du, hau rein. Was los, Mittagspause oder was? Genau, macht's gut. Ach ja.